5 bis 12, 7 bis 17, das wäre deutlich stärker. Das war ja ein Schwert. Weil du hast überhaupt keine Verbesserung bis jetzt. Kostet halt auch 800, ne? Nicht so gut. Bogen der Todesfee. Was hat denn das eigentlich so? Achso, Waffenverzauberung plus 1 einfach nur. Und der hat noch irgendein Feuerding. Hier, kolossaler Ansturm. Und triff alle Kreaturen in der Reihe. Haarsträubender Ausstoß. Wirke bei einem Treffer möglicherweise verängstigt. Behalte einen Bonus von plus 1 D4 auf Angriff und Schadenswürfe gegen verängstigte Kreaturen. Leuchtender Schädelknüppel wäre eher was für dich, ne? Ja. 4 bis 10 Schaden. 1 D4 plus 2 Wucht und 1 D4 gleißend. Oder 1 D8 plus 2 haben wir hier beim korrosiven Pflege. Großer Knüppel plus 1, 1 D8 Schaden. Warte, wieso wird das mit der Fackel verglichen? Wieso wird der große Knüppel mit der Fackel verglichen? Schaden an Angriff. Achso, ein Wuchtschaden ist Beharrlichkeit. Okay. Ja. Also ich sehe dich bei dem. Wobei, du hast gar keinen. Du hast das Langschwert. Vergiss es. Du bist die Einzige mit einer Zweihandwaffe. Und deine ist besser. Also. Wurscht. Come back anytime. I'll be here enjoying the show. Es gibt Leute, die nicht Believer sind. Fat. Drugged in true soul, getting himself trapped. Let him suffocate. If the absolute can't save him. You better hope your little tricks didn't fall. Kaum sitze ich, werde ich wieder müde. Ey, ich hole mir noch mal kurz was zu trinken, damit ich ein bisschen gepusht werde. Ich fürchte, ich habe jetzt Lumi geweckt, aber ich glaube, das ist okay. So, ja, wir werden halt beobachtet, ne? Okay, das Sprayauge okay, das ist ein Heiltrank. Hier geht's noch nach oben. Wo geht's denn hier nach oben hin? Jetzt bin ich neugierig. Hallo. Wer bist du? Mitis? Was kannst denn du so. Ey, ich will mit dir reden. I can't focus with you breathing so close. Okay. Wischt irgendwie nicht so nett. Das ist eine Reisetruhe. Ich will hier eigentlich gerade nicht klauen. Die sind hier anscheinend am Overwatchen. Schriftrolle Spinnennetz. Drrr. This ain't a show. Go make yourself useful or get lost. Gut. Dann halt nicht. Oh. Das wäre zu einfach gewesen. Da geht's ja hoch und runter. Ja, wollen wir versuchen einfach frei zu sprengen? Here goes nothing. The slowest of you lot is getting. As you near the rubble, a fragmented voice clutches at your mind. True soul! True soul! Finally! You must clear rubble, filling poison! Okay. Ruhe, nicht rühren, ich tue, was ich kann. Seid ihr nie, was passiert? Expedition! Passage trapped!
Gnomes are useless. Don't trust Mercs. Get me out! Don't trust Mercs. Kann ich die Mercs nicht irgendwie ein bisschen... His eyes is a blur. You only make out a bit of rubble and few moving figures. Kann ich nicht irgendwie eine Wahrnehmung? Konzentrier dich, was du siehst. Was siehst du noch? Gib mir den Bonus. Besser als 50-50, nice. Und plus 4 sogar. Holy moly. The blur resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris. Okay. While two others lie dead at Nier's feet. Their flesh scorched by powerful magic. Okay, verbrennt also die Gnome. You sense Nier's frustration, tinged with rage. Eigentlich wollte ich die Fähigkeit nicht benutzen. Hat er es aber trotzdem gemacht. Wenn ich das aber hier wieder verwenden drücke, kann ich dann wieder mit dem interagieren? Choking. Ich will nicht mit dir reden. You sense Nier's frustration. Ja, ich will nicht damit. Okay. You better hope you're okay, ich habe nur die Option, es einfach wegzusprengen, so wie ich das sehe. Aktuell. Eine andere Option sehe ich hier nicht. Da hinzukommen. Bin ich ehrlich. Kann ich das mit dir machen? Ist nicht glücklich, die Gnome sollten lieber schneller graben. Hier, sprengvoll war. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That'll blow the drow out. Hoffentlich. So. Darf ich jetzt damit interagieren? Und nicht mit dem. Choking! Okay, wo habe ich's? Ich muss es wirklich hinstellen. Lass mich doch einfach damit interagieren. Rauchpulversack. Damit? Kann ich euch wegschicken? It's you. The mascot of my ill fortunes. Much as I'd love to chat, I'm not allowed social breaks. Ihr müsst wohl mal wieder gerettet werden. Was? Kenne ich den schon? Barkus Root. Oh. Wie haben sie euch gefallen? Ihr wart auf einer Mission, oder? Macht ihr Fortschritte? Müssen wir wieder gerettet werden. These brutes are no mere goblins. I doubt you could take them on. Hole euch hier raus. Ich könnte, aber ich will vielleicht nicht. You will. If you are successful, that would be most convenient. Okay, das muss aber durch. Ich muss mich hier durch alles durchböllern, ne? Wenn ich das richtig sehe. Und das ist mit zwei Zauberplätzen auch auf Stufe 3. Schwierig. To say the least. My sister's in there. Myrna! Myrna, can you hear me? Okay, ihr seid alle nicht so. Ich will euch nicht kaputt sprengen eigentlich. Gnomes speak in soft whispers. The words all but lost in the hot air. Das Gespräch belauschen. Gib mir den Bonus. Yes! Sehr schön. Würfel, Würfel, Würfel. We'll never get through. We need that smoke powder. Finamine's gone. And if she's smart, she won't be coming back. Tell the sergeant where she went. Beltron's still trapped with that maniac near. Forget the smoke powder. They kill Phil on the spot. I won't let you do it. Meinte Philomen, sie ist jetzt fort, aber sie ist in Sicherheit. She's all right. Ja. Thank the Stern himself. But what of the powder? Without it, Beltron will die in that tunnel. She can't have taken it all with her, Bug. She must have squirreled some away. Sir, our people are trapped. Phil was a sapper. It kept a smoke powder stash. Okay. Find it. Wir haben noch welches. Open. I'm begging you. Okay. Hurry! Our people won't last in that cave in. Ich hab noch welches. Clean up this. You got the smoke powder? Go on, blow the rubble. Ich, aber dann tue ich euch doch mit weh. Crying for your sister, and I'll personally rip off her head when you dig her out. Muss ich da hochwerfen?
get back. Out of the way! One small little blow. Blast the thing to bits! Okay. Und jetzt halt der Ruf oder was? Moment, das wäre smart, das mit jemandem zu machen, der Feuer hat. Hier. What are you waiting for? Ich bin ein Vollidiot. Ich stand noch in der Nähe. So. Okay, ich sollte mal weggehen. Sollten alle weggehen? Außer du. Du machst jetzt Feuer oder Druck auf das Ding. Ihr seid so doof. Beltron, can you hear me? Beltron! Ihr seid beide so doof. So, wir haben es gemacht. Beltron, are you alright? Cloud-Spielchen wird synchronisiert. Wer bist du denn? Finally! Worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Ja, du bist schon. Does not fail. Wow! Bist du ein Sack? You care for the weak. Yes, I do. Most curious. König Souverän erfordert Rache. Dann müsste ich direkt böllern, ne? Natürlich kann ich die Gnome nicht leiden lassen, ist mir egal. Mir gefällt einfach euer Gesicht nicht. Ich komme im Namen des Mykoniden-Souveräns. Wir haben ja gerade gespeichert, oder? Oder wir speichern jetzt nochmal. Ich vermute, es gibt es gleich direkt böllern. You heed an overgrown toadstool, yet defy a true soul. Yes, I do. Thrym, carve out his heart and serve it to the Rothay. If he indeed is a true soul, let the absolute. Was hast denn du da auf deinem der Brust? Wenn der absoluten Treue geben, wagt es nicht mehr anzurühren, sonst reiche ich euch ein Stücke. The absolute guides my hand. You've chosen a battle you cannot win. Bist du sicher? Dwegar, this true soul has betrayed us. Let his blood prove your devotion. Okay. Ich sehe Schwierigkeiten, bin ich ehrlich. Vor allem mit Doppelhits von den Gegnern. Das war nicht die optimale Stelle, sind wir ehrlich. Schutzgeister. Wir müssen vor allen Dingen nicht Thud. Hä, wo ist denn der Typ jetzt hin? The fuck? Okay, ihr helft uns genau gar nicht. Geil. Commander Thrin. Fahrt. Affenverzauberung. Spähauge. Hä? Wo ist denn der Dude hin? Der war doch gerade noch hier. Ach, der drüben steht er noch. Okay. Gut. Schutzgeister beschwören, würde ich mal behaupten. Schutzgeister nekrotisch gleißend. Gleißend ist. Ich kann auch springen. Ich komme sowieso nicht bis zu dir. Ich glaube, ich werde einfach noch eine spirituelle Waffe Zweihandachse oder sowas machen. Damit du schon mal beschäftigt bist da drin. So, und dann gehe ich hier schön rein. So, guten Tag. Ja, komm zu mir. Das ist eine gute Idee. Oh. What? Ich bin einfach dead. Okay, das kann man nicht fighten an der Stelle. Nicht, wenn sie das machen können. Das ist unmöglich zu fighten. Ich war nicht mal dran und bin tot. Ich liege halt einfach in der Lava. Ich kann mich da nicht sinnvoll rausholen.
Also gar nicht. Und ich war noch nicht mal dran. Nee, das... Das ist nicht möglich. Ich dachte, ich kann irgendwie die Gnome dazu kriegen, dass die mir helfen, aber das geht nicht. Das ist nicht möglich. Ich sehe Schwierigkeiten bei der Quest, den zu töten. Da muss irgendwie noch eine Liste dabei sein, dass wir den irgendwie mal solo erwischen oder sowas. Oder uns anders positionieren, jedenfalls nicht aus dem Gespräch heraus. Nicht aus dem Gespräch heraus, das funktioniert nicht. You care for the weak, true soul. Natürlich kann ich Gnome nicht leiden lassen. The absolute demands their slaughter. Yet, here you stand, in bold defiance. A test, yes, you must be. The absolute. Das sehe ich nicht so. To try Nir's faith. Thrin. Oh wow. About his heart. If he indeed is a true soul, let the absolute. I see your idiocy is surpassed only by. Muss ich bei ihm fighten? Uwega. This true soul has. Ach, Scheiße! Puh, tja, jetzt ist er sogar. Was? Fesselt bin ich. Ich glaube nicht, dass man das gewinnen kann. Also kann man einfach nicht. Ist das jetzt so ein Ding von wegen, du sollst hier verlieren? Okay, bin nicht mehr genötigt. Okay, dann müssen wir jetzt nicht alles irgendwie da runtergeworfen. Aber ich bin halt... Also mein Main-Character ist quasi tot. Ja. Was macht denn eigentlich meine Kamera die ganze Zeit? No! What the fuck, Cam? Wow, no. Das hat die ganze Zeit die falsche Richtung. Die ganze Zeit die falsche Richtung aufgenommen. Sorry. Tja. Ich kann ihm aufhelfen, aber das bringt mir, glaube ich, nicht viel. Sind wir mal ehrlich. Weil das eine ganze Aktion kostet. Puh. Das ist halt und sofort eine zusätzliche Aktion. Das werden wir brauchen, glaube ich. Dann kann ich ihm nämlich aufhelfen. Ja, okay, danke. Kann ich ihm nämlich aufhelfen? Er hat noch ein HP. Wow. So, wir können trotzdem noch attacken. Frage ist jetzt, habe ich irgendwas, was ein AOE-Attack ist? Nee, ne? Rücksichtsloser Angriff. Keine Ahnung. Okay, wir haben gehittet. Und das war es dann aber auch. Oh, der ist wieder dead. Also, ich kann den halt nie benutzen. Da, wo er steht. Zwischen allen. Und er hat lohnweise die Tröte. Er hat dummerweise die Tröte. So, versuchen wir die Schutzgeister zu machen. Können wir dich schubsen? So, haben wir den. Der ist hoffentlich gerade abgelenkt. Und nochmal ein Blutungsding. Er meint, der Damage ist schon ganz gut. Rettungswurf gelungen, Schutzgeister. Ach so, weil sie einfach jetzt kontrolliert wird, natürlich.
Gedankenmeisterschaft. Muss ein Waffenangriff auf seinen Verbündeten. Ach du Scheiße. Wait. Ich darf dich trotzdem angreifen, oder? Darf ich trotzdem. Lustig. Das Ding hat jetzt nämlich den als Verbündeten. Warum hat es näher als Verbündeten? Ja, also... mich instant töten können und dann noch... über... ja, puh, ich sehe da eine Problematik in meinem Plan. Und einfach viel zu viele Leute. Viel zu viele Leute. Unfassbar viele Leute. Kritischer Treffer, Rettungsruf gelungen. Rettungsruf gelungen, Gedankenstachel. Der versucht mich immer noch wegzuschubsen, die Sau. Kritischer Fehlschlag. Kritischer noch ein Fehlschlag, Gedankenmeisterschaft. Ja, und jetzt macht sie mir halt übelsten Damage. Weil sie in mich reinrennt. Holy fuck. Und das alle meine Leute. Ja, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht gewinnen. Ich muss hier täuschen. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen, auch wenn ich für die richtige Sache eintreten will. Aber ich kann dort nicht fighten an der Stelle. Es geht nicht. Ich muss sie irgendwie anders raustricksen. Nicht da, wo alle gerade dabei sind. You care for the weak, true soul. Ich handle im Befehl der Absoluten. And so you say. And yet the bin ich schon im Punkt? Ja, ich bin schon im Punkt, dass sie auf jeden Fall folgen. Es war nicht, ich bin absolut treu ergeben. You, Dwagar, this. Ja, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht den letzten Punkt neu laden kann. Ich muss hier neu laden. Glaube ich. Weil ich sonst immer fighten muss. Ich darf nicht für die Schwachen eintreten ihm gegenüber. Sonst will er mich immer häuten lassen als Verräter. Das ist irgendwie eine Perversion der Herren des Verlustes, habe ich das Gefühl. Die Absolut. Wenn ich ehrlich bin. Peldron, are you all right? You toy him. And someone else to free me. True soul, please. Ja, das kennen wir jetzt schon. Hups. Finally. Worth. Does not fail. Ich sage einfach nichts. Er tötet sie? Was ein Arsch. Thryn, the Absolute gave you everything. And this fiasco is how you reward her. Me and mine worked flat out. I was cracking the whip day and night. Tell him, true soul. Ihr wart faul, Thryn. Ohne mich wären ihr nun tot. Ihr habt euer Bestes gegeben, euer Gezänk interessiert mich nicht. Ich will nur näheres Kopf. Ich mache hier Zwietracht und so. No, no, I did everything right. Nee, hast du nicht. Also von daher kann ich auch den gegen seine eigenen Untertanen ausspielen, würde ich sagen. Dann habe ich ein paar weniger Gegner. Wenn er sie alle umlegt. Das ist dann jetzt so, würde ich sagen. Hells
Your skull buzzes, and you see your own face through Nir's eyes. Hallo. Worthless. Every last one. Their failures must be punished. Du bist einfach nur ein Vollidiot. Take their heads. The Absolute commands it. Die sind halt ihm immer noch treu ergeben. Das ist so das Problem an der ganzen Geschichte. Die sind ihm immer noch treu ergeben. Ich muss ihm gehorchen, ansonsten werde ich hier komplett geschlachtet. Aber gehe ich nicht auch da in den Kampf, wenn ich sage, okay, wenn ihr drauf besteht? Show them no mercy. Their corpses will make a fine offering to our mistress. Aber kann ich... Okay, wenn ich jetzt in den Kampf gehe, ist er mein Verbündeter. Und sie sind trotzdem alle meine Gegner. Moment. Macht das... Jetzt will ich wissen, ob das einen Unterschied macht, wenn ich sage, no, mache ich nicht. Ob dann nur er mein Gegner ist. Das wäre die beste Variante. Und ja, ich versuche es ein bisschen... Ich bin jetzt am Safe-Scam, bin ich ehrlich. Weil ich das Gefühl habe, den Kampf gegen die Leute kann ich halt nicht schaffen. Auch wenn er mich unterstützt, kann ich den Kampf gegen Leute nicht schaffen. Es sind aber viel zu viele, die mir einfach so viele Attacks reinknüppeln. So eine hohe Rüstungsklasse habe ich nicht. Dass ich hier irgendwie von 10 Gegnern das tanken kann. Vor allen Dingen, weil mein Hexenmeister mittendrin ist. Das kann ich nicht. True Soul. Das werde ich nicht tun. Kala, hast du mich einverstanden? Dwegar, this true soul has... If it means getting paid, my blade is yours. Muss ich trotzdem gegen alle kämpfen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, I'm sorry, das ergibt gar keinen Sinn. Aus meiner Sicht. Das ergibt absolut keinen Sinn. Okay, Fehlschlag. Darf ich jetzt da reinspringen? Nicht genügend Aktionspunkte. Achso, weil es jetzt eine freie Aktion war. Ja, okay, dann bleibst du jetzt da stehen, würde ich sagen. Also... Mir ist nicht klar, wie man hier durch diese Begegnung kommen soll auf Stufe 5. Ich müsste so viel stärker sein. Gedankenmeister schaffst du mir schon mal nicht auf sie, diesmal funktioniert. Aber ich kriege jede Menge Gift-Attacks rein. Ja, klaffende Wunden. Und dann blute ich halt auch noch. Gedankenmeisterschaft. Und jetzt kriege ich halt wieder den. Also. Ich dürfte keinen AOE machen. Aber gegen den Gegner muss ich AOE machen. Das ergibt halt keinen Sinn. Ich bin ja gleich wieder dead. Und ich darf nicht schubsen und in den Rausch gehen. Rücksichtsloser Angriff. Spalten-Extraktion. Da kann ich euch beide treffen. Ja. Hab nur einen getroffen, aber ist ja egal. Strahle Furcht. 55, 55, 55, das ist halt. Verwundender Strahl. Nekrotische Schaden, das hier leider noch einen halben Schaden. 35. Also bei den nekrotischen Schaden, die glaube ich alle ein bisschen. Puff. Langsam. Das. Und Gedankenmeister. Den müssten wir halt eigentlich angreifen. Moment. Den müssten wir eigentlich angreifen.
Das ist, was ich tun muss, um das zu unterbrechen. Rettung zur Konzentration erfolgreich. Ach du Scheiße. Ja, jetzt sind wir am Sack. Jetzt sind wir ja richtig am Sack. Holy shit. Ich werde auf jeden Fall Nebel schritten müssen. Guten Tag. So, ich habe keinen. Nicht genug Ressourcen. Na gut. Stärkung rufen. Aha. So. Ein Fernkampfangriff, das hat 49 beim Nachteil. Warum bin ich eigentlich im Nachteil? Okay, ich müsste von ihm weg. Ihn schubsen? Nope, nicht geschafft. So. Noch eine Aktion danach. Jetzt darf ich aber weglaufen, ne? Jetzt bin ich nicht mehr im Nachteil. Konzentration geschafft, okay. Was, ich habe gerade 50 XP gekriegt, weil wir die Konzentration gebrochen haben? Okay, das verwundert mich. Bin ich ehrlich. Pfeil der Linderung, gelähmt, blind, vergiftet. Eisschaden. Blitzschaden, Eisschaden, Giftschaden, Säureschaden, Feuerschaden. Boom. Und wieder bitter. Achso, du kannst noch einen Free Attack machen. Vergiss es. So, jetzt aber den Nahkampf bitte benutzen. Die können wir jetzt einfach wechseln. Okay, Schreck. Au. Au. So, jetzt haben wir hier die Jungs. Kannst du den schubsen? 45% ist halt nicht viel, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, schwächender Schlag. Wir brauchen noch die spirituelle Waffe. Und ich würde sagen, du machst mal hier den Schlag drauf. Hätte wahrscheinlich eher heilen sollen. Naja. What? Ich hab einen Opportunistik-Angriff. Achso, weil ich eine Fackel trage. Okay, okay. Aua. Aua. Okay, die hier brauchen doch nicht angreifen. Verängstigt. Verängstigt ist okayisch. Okay, den Gedankenmeister hat diesmal fehlgeschlagen. Deswegen hast du verkleinert. What? Ist ja schwerer zu treffen. Aua, Scheiße, kriegt sie ins Gesicht. Kritischer Fehlschlag, sehr schön. Konzentration verlieren, das ist ein Problem. Auf jeden Fall heile sie immer selbst. Das ist aber eine Aktion. Aber wir brauchen das, glaube ich. 3 bis 10 ist halt nicht viel. Können wir auch das nehmen. Was eine Bonusaktion ist. Und dürfen dann nochmal attacken. Nice. 44, da kriegt man natürlich einen Absatzangriff. Genau, deswegen müssen wir den machen. Aber er blutet nicht. Still on my feet. Wir wollen, glaube ich, auch mal heilen. Und wir wollen Leute verlangsamen, soweit es geht. Wir kommen nicht so gut ran an die Leute. Das ist so ein bisschen das Problem. 4,5 Meter ist nicht so viel, dass er, glaube ich, hinten reinfällt. Denke ich. Und wir wollen insgesamt schon dafür sorgen. Ich treffe meine eigenen, ne? Aber hier nicht. Hunger von Hadar. Jetzt seid ihr nämlich geblindet. Und
Dich habe ich gerade so nicht erwischt, genau. Immobil verängstigt. Ach, scheiße. Kommst nicht ran, okay. Springen darfst du nicht. Psionik springen darfst du nicht. Bist gerade außerhalb. Ja, dann Nachteil, Immobil verängstigt. Du bist halt, glaube ich, im Nachteil wegen verängstigt, ne? Ja, let's try. Und noch ein Versuch. Schade. Hör auf, meine Tante da reinwerfen zu wollen. Hä? Okay. Ja, da rein. Konstellation erfolgreich. Und Konstellation nicht erfolgreich. RIP! Das ist nicht, was ich sehen wollte. Resistenz, Wunden heilen. Auf dich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich den auch nochmal Rüstung, Schild des Glaubens erhöhen. Da sind die temporären Hitpoints schon weg. Hat sich schon gelohnt, die zu geben. Nochmal 11, Alter. Holy shit, die machen halt so viel Magie-Damage. Und wieder Gedankenmeisterschaft. Ja, zumindest hat sie mir keine AOE angehabt. Kritischer Fehlschlag. Achso, weil sie jetzt verängstigt ist, darf sie keine Reaktionen machen. Warum bist du grün? Achso, wegen Gedankenmeisterschaft jetzt wieder. Ich möchte auch trotzdem ihn zwingen, ihn anzugreifen. This is my happy place. Das ist ein Heal. Und schubsen kann ich jetzt niemanden mehr. Also nicht in eine sinnvolle Stelle. Ich kann schon schubsen, aber wie gesagt, nicht an eine sinnvolle Stelle. Ich habe keinen einzigen Zauberslot mehr. Ich habe hier noch die Verwundetenstrahl und den Strahl der Furcht. Wer ist denn der Concentration Dude? Konzentration, Gedankenmeisterschaft. Du bist das, ne? Komme ich da bis hin? Yes. Okay, du bist raus. Wir nehmen nochmal das. Warum stehst du eigentlich jetzt da drin? Zeuge. Was bedeutet Zeuge? Hat den Mord an einer Wache gesehen und wird den anderen Wachen so bald wie möglich Berichte erstatten. Aha. Okay. Tja, will ich jetzt mich auf die Nahkämpfe konzentrieren oder mal die Fernkämpfe und in Bedrohung bedrohen? Aber ich würde lieber die Fernkämpfe bedrohen. Brennungswurf gelungen, Konzentration erfolgreich. Ja. Bist du sicher? Haha. Okay, sie hat sogar durch ihre Resistenz überlebt, aber. Das ist halt ein bisschen problematisch alles, sind wir ehrlich. Versuchen wir mal die Schutzgeister zu beschwören. Ihre eigenen Untote vertreiben, Abbild, das darf ich nicht, das ist eine Aktion. Angreifen darf ich auch nicht mehr. Mein eigenes oder das von Lezelle erhöhen? Ich glaube, ich will ihr eigenes erhöhen, damit sie lange überlebt. Hier geblieben. Und sie spottet, okay.
Kann trotzdem. Achso, das ist eine Bonusaktion. Eine Sprung zurück. Hä? Weird shit. Ja, es ist Kalach da unten drin und stirbt. Müsste halt mit mehr als einem HP beleben können. Hä? Greifst den an. Kritischer Treffer. Nice. Komm, geh ins Gift. Survival is all that matters. Ja. Trink mal was. Ich habe keinen Zauberplatz mehr. Ich könnte den Vertrauten holen. Kratzer. Hier, neben dir. Dann bist du nämlich im Nahkampf bedroht. Würde ich sagen, ist eine gute Idee. Durchschnauben. 6 ist natürlich nicht so viel. Hätte ich den wegschüpfen sollen, ne? Ich hätte den wegschubsen sollen. Und deine Konzentration ist wieder durch, ne? Das ist irgendwie nicht so viel. Könnt ihr aufhören auf meinen... Jetzt habe ich ein HP! Ach du Scheiße. Spurloses Gehen, Spiegelbilder. So, versucht mich doch zu treffen, ihr Arschgeigen. Kann ich mir? Ja, hier. Dann gebe ich halt meinem Caster Schild des Glaubens. Konzentration verdunst halt. Ja, RIP. Hat ja richtig gut funktioniert. Also ich sehe noch nicht, wie man den Kampf gewinnt. So generell nicht. Weil die einfach so viel Damage und Actions haben. Und ja, als nächstes wieder weg. Und man auch noch gleichzeitig herausgerufen werden kann. Ich hab halt nichts, womit ich andere Leute gut schieben kann. Massenschieben quasi habe ich nicht. Genau, Schlag schlägt halt auch fehl. Und die heilen sich halt die ganze Zeit, die Schweine. Ich glaube, ich will die nicht befreien. Was ist denn das hier für ein Zeichen? Dass es im Gespräch ist? Nee, ist es auf jeden Fall nicht. Das ist im Gespräch. Ich sehe den Fight nicht als Sieg, als siegbar. Also das Einzige wäre, wir gehen alle auf eine Fähre und die haben dann keinen Bock mehr, weil sie ja kein Geld mehr kriegen. Das ist die einzige Option, die ich sehe, dass wir ihn versuchen rauszubürsten. Das könnte ich, glaube ich, nochmal versuchen. Also in meiner Logik. Aber wir sind sowieso wieder hier. Ich kann aber auch nicht laufen. Ja gut, das kennen wir jetzt schon. Ja. Wir sagen aber nichts. Das haben wir vorhin auch gemacht. Da wollen wir bleiben. So, dann haben wir dich schon mal weniger. Wenn wir drauf. The absolute commands it. Dann haben wir zumindest ihn auf unserer Seite. Dann sind alle tot, dann können wir ihn immer noch töten, oder? Dann können wir es ein bisschen teilen. Okay, wir versuchen es zu teilen. Laser mag das zwar nicht, aber das ist dann halt so. So, jetzt ist aber er zumindest auf unserer Seite. Und kann Leute konvertieren. Okay, das hilft ja schon mal ein bisschen, was?
So. Sie kann nicht so weit springen, wie ich es gerne hätte. Gedankenmeister, Gedankenmeister. Gegen euch will ich auf jeden Fall. Hops, schön mitten rein. Und dann Schutzgeister, Radiant. Rettungswurf gelungen für euch beide, leider Gottes. Komm schon, Schattenherz. Ein bisschen wäre schon gut. Bisschen Konzentration halten wäre schon gut. Die schießen halt gerade genau auf mich, ey. Die Schweine. So. Die Gedankenmeister sind ein Problem und du da oben bist ein Problem, ne? Sind wir ehrlich? Das ist noch ein Gedankenmeister. Können wir den? Hier. Gefesselt. Geil. Dann haben wir Vorteil beim Angriff. Und wir können hier nochmal angreifen. Das ist schon sehr low. Ich würde sagen, wir greifen ihn nochmal an. Fuck. Aber wir dürfen nochmal angreifen. Ach komm. Okay, schade. Einen Gedankenmeister haben wir fast geplättet. Er vergrößert sich diesmal. Okay. Okay, das ist gerade durch den festhaltenden Schlag, glaube ich, gestorben. Mit der Stück finde ich das nicht so schlimm, sind wir ehrlich. Den dürfte gerne gehen. Den dürft ihr gerne gehen. Erbe von einem Brandmarken, das ist Niederschrecken. Waffenverzauberung. Rücksichtsloser Angriff. Gegen Thud habe ich Vorteil. Ich wollte wirklich Brandmarken des Niederstrecken machen. Fernkampf, Nahkampf würde ich machen. Ups. Brandmarken des Niederstrecken. Ich glaube, er ist nicht gebrandmarkt, oder? Doch, könnte sein. Brandmarken des Niederstrecken. Strahlt Licht im Radius von 1,5. Das ist dahinter, daran hindert, unsichtbar zu werden. Das ist eher nur was für die Fernkämpfer gewertet gewesen. Can't stay idle. Aber jetzt wollen wir mal... Klang. Funktioniert sogar. Stop your belly, brother. The feast's begun. Let's go. Da bin ich gespannt. 30% hat nicht so viel, ist mal ehrlich. 55% Gedankenmeister. Strahl der Furcht. 40, 55, 55. Ja. Kann ich hier rüberspringen? Oh, Moment mal. Du bist doch gleich raus. Tschüss. Der ist in die Lava geflogen. Das ist doch gut. Das ist doch eine gute Option. Schön in die Lava reingeslappt. Aber ich glaube, es gehen die Fernkämpfer wieder auf mich, oder? Verschwimmen? What? Lull. Das ist ja ein lustiger Ogre. Ich glaube, wir haben vielleicht ein paar mehr Leute damit reingeholt jetzt. Benommen. So richtig viel Damage machen die aber nicht. Konzentration aufgelöst. Okay. Thud. Schöner Nachteil, oder? Ja, Ziel zu nah, genau. Nachteil, wir bedroht sind. Wir sollten wahrscheinlich die Waffe rufen. Auf jeden Fall. Braucht jemand Heilung? Braucht gerade noch niemand. Schutz für Gut und Böse. Fehlen Unholden Untoten. Abbild beschwören.
Würde ich ja mal sagen. Abbild beschwören. For Buffs. Der hat keinen Rücksichtslosen. Der macht doch wieder rücksichtslosen Angriff, oder? Jo, macht er. Aua. Ah, Konzentration von. Also, Schattenherz ist ja mal absolut nutzlos gerade. So, ich kann dich theoretisch. Oh, gut, du bist schwer zum Wegschieben. Sind wir ehrlich. Fiende. Blutung. Nope. Schade. Oh, der hat 20 kassiert. Moment, ist das einer von mir? Ne, das ist doch der Nährer. Der kann gerne da unten sein. Das ist fein für mich. So, du haust jetzt ab, weil da oben ein Nahkämpfer neben dir ist. Zeichen der Beute. Der kann da unten gerne als Nebeneffekt sterben. Das stimmt mich jetzt wenig. Das, ist okay. Wir gehen mal auf die Bären-Stance. So. Und dann können wir dich einfach so angreifen, weil du ja sowieso rücksichtslos angegriffen hast. Brauchen wir keinen rücksichtslosen Angriff? Okay, wir können. Hä? Wir haben doch schon einen Vorteil. Das wäre doch Quatsch, noch einen Vorteil drauf zu hauen. Kampfrausch beenden. Survival is all that matters. Ja. Hier waren die doch irgendwo, oder? Licht ist jetzt dahin, Carsten. Ich glaube gerade nicht. Ich glaube, es sollte damit reichen. Wenn ich dahin gehe, kann ich in die Richtung stoßen. Ich glaube, ich bin zu weit gegangen, ein Stück. Das ist nämlich auch fassende Lava. Der kriegt 20 Schaden von meinem Cantrip. Holy shit. Das ist schon heftig. Spiel? Spiel? Ah ja. Sie haben es nicht so mit den. Den Fall würde ich ja dann schon nicht angehen, bin ich ehrlich. Okay, das ist weg. Diese komische Kugel. Die hat doch echt nicht viel HP, ne? You should never have come here. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr low mit 13 HP. Sind wir ehrlich. Zeigt euch. Okay. Er schaut sich anscheinend ein bisschen um. Er scheint sich ein bisschen umzuschauen, der gute Mann. Ich krieg keinen zweiten Attack. Wir heilen mal ein bisschen. Ah, du, dich gibt's noch, ne? Den Gedankenschinder. Ich sehe jetzt schon, dass wir das gewinnen könnten. Wenn du schon mal hier bist, da ist Nera auch tot. Sehr geil. Macht das, wie viel Damage macht das? 5 bis 12, 5 bis 8. Kann aber Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Aus dem Gleichgewicht. Sehr schön. Kann ich, glaube ich, besser treffen. Achso, die bedroht keiner mehr, ne? Die bedroht keiner mehr, ich erinnere mich dran. Oh, du bist da, du könntest ja eine Runde fliegen jetzt. Moment, da gibt's ja noch was. Die könnte auch noch jemand bedrohen. Du bist ein Gedankenmeister, du bist für mich ein bisschen problematischer. Sehr gut, wie die Waffe das Ding klettert. Deswegen verhauen wir dich mal ein bisschen.
Sehr schön. Level nochmal draufhauen. Schade. Aber du bist echt an einer schlechten Stelle aufgetaucht, Boy. Tschüss. So. Ich würde mal sagen, wir bewegen uns mal hier hin, damit wir dann irgendwann dahin gehen können. Achso, das war vielleicht nicht ganz so smart, weil ich ja den die Jägerbeute auf mir habe. Sehr schön, aber es wird ein Wächter geklärt. Du bist immer noch genötigt. Alles klar. Melfs Säurepfeil? What? Alter, was die casten können. Die ist auch nicht ohne. Bin ich ehrlich. Die hat ordentlich reingehauen. Bei den dreien da vorne. Aber es haben alle überlebt. Sprung. Und hauen. Sehr schön. Verkleinern. Also bist du schlechter zu treffen, ne? Geht trotzdem. Die Dinger haben keinen Absatzangriff. Okay. Sprung. Ja, richtig schöner Sprung. Kann ich dich hier noch? Ich kann dich noch, ne? Kann sogar noch ein bisschen drum rumlaufen. Weil du hast ja keine Nahkampfwaffe. Doch, du hast eine Nahkampfwaffe. Na gut. Noch ein Versuch. Oh, damit. Okay, die ist auch durch. Dass der Zauber noch auf denen wirkt, ist sehr praktisch, by the way. Hä? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ah, das ist das aus, würde ich hier hoch. Okay, dann bist du fertig mit der Runde. This is gonna be fire, baby. Das glaube ich glatt sogar. 35 ist echt nicht viel. So. Ich will das damit machen und. Rücksichtsloser Angriff. Let's go. Let's go. Nice. Der hat sich zurückverwandelt, wa? Oh, hallo, Jean, Entschuldigung. Einen wunderschönen, guten Tag. Ist nicht mehr genötigt. Ist doch der Einzige, der jetzt noch gegen uns ist, oder? Bin ich gerade doof? Na, wie läuft's bei dir? Ja, Schenkelschuss. Lahmgelegt, sehr schön. Du machst mal deine Sache. Und wir hatten doch hier irgendwie. Genau. Wunden verursachen. Let's go. Nice. Der hat gezimmert. Hallo Boys. Na, wie geht's euch? Kampfrausch vorüber. Ach, Schweinerei. Gerade genüssig gegrillt. Also okay, Moment, du grillst am Mittag. Ich kenne ja sonst immer nur, dass man... So, jetzt haben wir's. Hallo Leute. Na, wie geht's euch? Big Boys. No more than a few pecks. I'm afraid this spread is most inadequate. Our bargain is at an end. Unless perhaps you've a spicier deal. Okay. Es war ihm zu wenig. Ich bezahle großzügig nach dem nächsten Kampf 1000. Oder ich lasse sie halt gehen. Oder ich greife sie an. Nach dem nächsten Kampf würde bedeuten, ich habe sie halt in der Hinterhand. Aber 500 ist echt viel Gold. Ich glaube, ich würde sie einfach gehen lassen. Glaube, oder?
Ich glaube, ich brauche sie für die Goblins nochmal, falls ich da kämpfen muss. Für die ganze Goblin-Armee. Wenn sie dabei halt sterben, muss ich es nicht bezahlen. Komm, wir gehen für das Täuschen. Wir gehen für das Täuschen. Let's try. Setzen alles auf eine Karte. Das Täuschen können wir ganz gut, aber... A fine offer. We are back in business. You know my terms. Sound the horn when you are ready. Hätten wir vielleicht hier nicht gebraucht unbedingt. So, oh, what? Alles klar. Achso, klar, das war der Händler, ne? Jo, gut. Lesel, da bist du, glaube ich, die Expertin. Das könnte was für Schattenherz sein. Ich glaube, Lesel ist auch die... Und das ist nur was zu verkaufen. Muss man halt hier einiges looten, ne? Oh. Decaying corpse lies before you. Den Kopf entfernen. Stärke. Ja, versuchen wir das mal, weil wir müssen den, glaube ich, mitnehmen. Für die... Uff. Das, Was? Irgendwie plus 6 haben wir gekriegt noch durch irgendwas. Ugh. Wir brauchen den, glaube ich, für die Pilze. Um denen zu zeigen, dass der dead ist. Wir sind ein bisschen Kopfgeldjäger unterwegs hier. So, und liefern ein faires Kopf ab. Schwert der Schreie. Das ist ein Rapier. 7 bis 17. Psychischen Schaden. Ich glaube, das wäre Lazelle potenziell. Sich auflösende Nachtläufer. Kann nicht eingespornt, verstrickt oder gefesselt werden und nicht auf Fett oder Eis ausrutschen. Und gibt Nebelschritt. Holy shit. Das Eis nehmen wir, das Geld nehmen wir auf jeden Fall mal. Gedankenschinde Parasitenexemplar. Ja. Kaputte Mondlaterne. Auf dem Boden der Laterne liegt eine dicke Staubschicht. Das Glas ist gesprungen und das Metall nicht mehr zu retten. Das ist natürlich schlecht. Eine kaputte Mondlaterne ist natürlich schlecht. A lantern, it seems. Though no light flickers within. The moon lantern. Not as theatrical as I expected. A thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Broken. This might make passing the cursed lands complicated. Warum sind wir eigentlich in den Cursed Lands unterwegs? Arkane Kunde. Oder nachforschen. Laterne genau gut. Wir machen Arkane Kunde. Wir sind Magier. Wir gehen die Arkane Kunde Regel. Richtung. Nice. Haben wir geschafft. Ja, das muss man wissen, warum sie kaputt ist, glaube ich. This is pixie dust. Used to illuminate a lamp. Or left behind after a pixie's death. Okay. Dann müssen wir nachforschen anscheinend auch nochmal machen. Müssen wir beides schaffen, damit wir es irgendwie wissen, wie wir reparieren? Oh, nice. 19 ist gut. Oder auf einmal das Gleiche. No burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. Hm. Gut. Wir haben eine Lampe und wir haben jede Menge tote Menschen. What the fuck? The fuck. Ich glaube, hier ist jetzt niemand mehr, der uns irgendwie davon abhalten würde, nix hier irgendwas zu klauen. Kommandantin Thrin. Hier, das ist Fersen zusammenklicken. Stiefelte Geschwindigkeit. Das sehen wir wieder an uns. Ring der absoluten Macht. Au! Oh! Unwetter der absoluten... gibt Donnerwoge. Donnerwoge ist natürlich echt cool. Das wäre dann wahrscheinlich was für Schattenherz oder so. Würde ich sagen, weil dann kann die Leute rumschieben. Leichter Hammer. Doppelter Hellos. Das nehme ich mit. Und das darf Kalach wieder tragen, die schweren Sachen. Die ist unser Packesel. Es sind leider auch ein paar Gnome gestorben. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Oh, das ist gut. Kann man doch finden. Kappe des Zorns. Wenn der Träger seinen Zug im Kampf mit maximal 5% der Trefferpunkte beginnt, erhält er 2 Züge lang Zorn.
Was ist denn Zorn? Adrenalin kreist in deinen Adern, du hast einen Bonus von plus 1 auf Schaden durch Nahkampfwaffen. Ist nicht so cool. Also nehmen wir mit, ist viel wert, aber... Du nicht. Moment, wir können doch aber... Elvers. Kleriker. Du hast doch Tote wieder erwecken. Warte, wo war's? Leuchtfeuer der Hoffnung, Glühwürde des Schutzes, Tageslicht, Totstellen, mit Toten sprechen, Tote beleben. Das ist nicht, was ich meinte. Schutz vor Energie. Du hattest doch den Wiedererweckungszauber. Stufe 3, dachte ich. Leuchtfeuer. Hä? Hier, wiederbeleben. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Fluchbrechen raus und nehmen Wiederbeleben rein. Nicht Kommandantin Thrin, sondern Belrodon, Velso. Könnten wir so wiederbeleben. Sie muss ein spielbarer Charakter sein. Ach, dammit. Ja, nevermind. Dann ist das nicht so geil. Dann... Fluchbrechen als RP-Zauber. Let's move. Wir speichern mal. Wir haben zumindest endlich den Kampf geschafft nach wegen 2 Stunden. Fragst du das im Auftrag oder? Weiß ich nicht. Normalerweise mindestens bis 13 Uhr, wenn ich Lust habe, länger. Weiß nicht, ob ich heute Lust habe. Ältestentagebuch lesen. Der Clan ist verweichlicht, kein Zweifel, vielleicht bin ich es sogar selbst. Ich habe 10 Schwarzseefluten damit zugebracht, den Nacken vom Ausgestoßenen zu beugen. 20 Fluten lang habe ich mit Picke und Schaufel in Dunsperrin nach Eisen gegraben und 7 Fluten lang stand ich reglos zwischen den Blocksteinen, bis die Tuldos mich entließen. Ich wurde in Ladugurs Feuer geschmiedet. Ich lernte klaglos zu arbeiten und ohne Fleiß keinen Preis zu erwarten. Ladugur ist der Meister. Wir sind seine Arbeiter. So ist es bei uns eben. 15 Regenzeiten sind vergangen, seit die Tuldos mich nicht einließen. In 40 davon als 50! 40 davon hätte Thrin Berge versetzt, um Ladugurs, wenn Ladugurs verlangt hätte. Nun treibt die Sklaven auf Anweisung dieses Trau und seiner sogenannten Absoluten. Magma wird noch in seinem Bier ersaufen, wenn ihn die Schrecken der Nacht nicht vorher erholen. Und ich racke mich für den Ausgestoßen ab, aber für Thrin oder diesen widerlichen Nähre, um den sie so gut so ein Getue machen, mache ich keinen Finger krumm, ehe ich nicht einen Haufen Geld sehe. Okay. Man hätte die, glaube ich, auch irgendwie gegeneinander ausspielen können, habe ich so das Gefühl. Finte Verschleierung bewirkt Zerbersten bei Treffer. Sieht auch noch was für dich an. Bin ich ehrlich. Pike und Schale, das ist mir wurscht. Du hast hier noch einen Pfeil. Man kann die Pfeile, glaube ich, auch demnach mit Armbrüsten nutzen. Wir geben das mal den Leuten, die was zum Packen haben. Oh, Dolch plus 1. Wow, what? Da liegt ein Dolch plus 1. Ja, Bracco's Root ist leider ein bisschen dead. Blutiges Amulett. Kleine Blutflecken bedecken dieses Amulett. In der Gravur auf der Rückseite haben sie sich gesammelt, sodass das Wort Wulbren nun in einem hässlichen Braunton erscheint. Ja, schade. Interessanter oder Taverna, Elfgesang, errötende Nixe, Ruinen von Mondhafen, Unterreich, Wulbren, vermutlich gewaltsamer Obert, bekannte, unbekannte, zwielige Suspekte verhören. Ich werde ihn finden, Werte, Wulbren, Mutter, wie heißt sie? Ich schreibe, um mich zu erkundigen, ich schreibe, um euch darüber in Kenntnis zu setzen, ich schreibe wegen Flammen, 2 Flammen. Okay. Der hat ja ein lustiges Tagebuch. Ja. Dann können wir auch den Heiltrank mitnehmen. Der gehört, ist eh dead. Geht hier hinten noch ein bisschen looten. Dass wir nicht... Also dass wir Leute, die nicht, Spielercharaktere sind, nicht wiederbeleben dürfen, finde ich fies. Finde ich einfach fies. Wir haben 2 Leute da unten runtergekickt, die können wir logischerweise nicht mehr erreichen. Besudelte Statue der Schar. Das wäre doch was dich interessiert, oder?
apropos. Just a brief respite. Desecration. What is this nonsense symbol? Oh, speichern wir nochmal alles, was wir geloot haben. Also ich kann es dir nicht genau sagen, John. Ich kann damit auch nichts anfangen, okay. Ich kann aber darüber hüpfen, oder? Hüpf! Da ist noch ein Skelett. Unvollende Sendung. Goldbarren. Lesen. Komponente einer magischen... Was? Missiv? Hastig hingekürzt, unvollständig versiegelt, den unteren Tempel. Krümmschmiede von unbekannter Macht eingenommen. Viele Soldaten ein Gesicht. Infernalisch. Ihr Anführer. Okay. Spannend. So, die haben wir noch nicht gelootet. Hier ist aber ein wenig Spannendes dran. Jetzt können wir hier aber die ganzen Truhen auch noch looten. Ach du Scheibenkleister. Verfaulte Sachen. Schwere Truhe. Werden wir natürlich Schloss knacken. Upsi. Komm schon, öffnen. Prompt. Sehr schön. Plonk. Was haben wir hier? Besitzurkunde. Alle sollen wissen von den Fahrtrinnen zu den Feuerlanden von Mondwurz und Brutschlund. Die Eisenhandgnome mit dem Segen des Schilds der goldenen Hügel erklären die Tunnel, Freiräume, Völker und den Inhalt des Unterreichsterritoriums unterhalb der westlichen Herzlande zu ihrem Besitz. Nicht beachten dieser Besitzurkunde ist unter Androhung von Freizug oder Tod verboten. Bestätigt und unterzeichnet Wulprin Bonge. Kann ich auch alles nehmen. Zerlegtes Schwein, gebröckelte Würstchen, Sichel. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen doch mal ein bisschen Sicht hier. Getrocknete Schweinewurst ist auf jeden Fall was zum Mitnehmen. Und getrocknete Würstchen auch. Nee. Nicht erreichbar. Dann wird erst das Schwein mit und jetzt die... So, ob ich nicht an die Würstchen rankomme. Karlach, reich mir mal die Würstchen runter, bitte. Außer rei... Ist doch Bullshit. Okay, kann das auch nicht bewegen. Nevermind. Es ist halt wohl so. Kommt da nicht ran. Wie auch immer das sich gedacht wurde. Da kommen wir aber ran. So, hier, wie schön. Sklavenliste. Weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Und John, ich find's nicht cool, dass du mir immer sagst, was ich zu tun und zu lassen habe oder was ich mitzunehmen und mir anzugucken habe. Nicht ganz so geil. Sind wir ehrlich. Auch wenn ich verstehe, dass es hier ein Livestream ist. Ja, danke. Nein. John, lass es bitte. Du gehst gerade ein bisschen zu weit. Und ich habe alt schon gedrückt. Und ich sehe... Da, die meinst du. Ist trotzdem nicht cool. Wenn ich es nicht sehe, sehe ich es nicht. Dann, das ist halt mein Playthrough. Dann habe ich es halt nicht dabei. Ist aber auch nicht gerade groß, mal ehrlich. Was habe ich denn von der Sklavenliste? Was habe ich denn von der Sklavenliste? Die erste Seite des Buchs verkündet Großblut und Eigentum von Kommandanten Thrin. Finger weg. Beltron. Ja, die sind aber eh die meisten davon tot. Und ein paar sind verschollen. Gut. Kann ich eigentlich... Könnte jetzt jemand anderem noch den Nebelschritt geben? Wenn ich das will. Frage ist, wer von den Leuten... Du kannst sauweit springen. Du hast schon Nebelschritt. Dann wärst ja du die Kandidatin für Nebelschritt. Du hast aber temporäre Hitpoints und bist unser Healer. Das wäre schon gut. Dann würde ich ja eher mir selber die Nebelschritt-Sachen anziehen. Und kann dann beim nächsten Level-Up, das dauert zwar noch ewig, die Nebelschritt-Zauber ersetzen. Würde ich sagen.
Also meine Frau und dich wahrscheinlich, ne? Gift explodiert doch meistens, ne? Kann ich das einfach verbrennen? Wegsunterbrochung, ne? Dann musst du halt noch ein Stück näher rangehen. So. Feuer, schön mitten rein. Okay. Das funktioniert ja gar nicht. Doppeltür, Gift. Wiki. Ich glaube, ich will in dem Fall nicht, dass ihr mitkommt. Dann hätte ich sie mitgenommen, wenn ich sie gesehen hätte. Ha! Wir könnten uns versuchen, giftresistent zu machen oder so ein Scheiß, ne? Oder wir müssen irgendwie anders rumkommen. Gibt keinen wirklichen Hintereingang, ne? Sehe ich das richtig? I don't know. Hier geht's auch nirgendwo hin, wo ich hinwollen würde. Ich hab meinen Nebelschritt, wenn ich will. Ich glaube, ihr könnt wieder mitkommen. Lass mal hier hochgehen und gucken, ob ich von oben irgendwo hinkomme. Das Gift durchrennen ist nicht so optimal. Den habe ich übrigens auch noch nicht gelootet. Das ist sowieso hier hoch. Okay, den Rohrstock brauchen wir, glaube ich, nicht. Schriftrolle Spinnen, das können wir jetzt natürlich mitnehmen. Moment, was? Das, wo ich bin, hast du nie gesehen. Deswegen warst du neugierig. Ach so. Also, zu sagen, was steht denn auf der Sklavenliste, was anderes, als einfach nur Sklavenliste reinzuschreiben, weil das wirkt dann wie so ein Befehlston, weißt du? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wegen, nimm die Sklavenliste mit, du verdammter Streber. Und das wirkt dann schlecht. Okay. Hier war ich schon in dem Bereich. Da habe ich nämlich den Wegpunkt entdeckt. Ha! Ich glaube, den Underdark zu finden ist auch nicht so einfach. Also, und dann ist es halt ein Riesengebiet. Das ist schon krass. Ich meine, ich habe jetzt genau einen Eingang hierhin gefunden. Das mit dem Gift nervt mich ein bisschen. Also, da komme ich nicht durch und ich habe keine gute Idee, wie ich das verende. Ich bräuchte wahrscheinlich einen Windzauber oder sowas. Irgendwas, was Wind erzeugt. Klingenbann hilft mir nicht. Meine Fresse, hast du viele. Fluch brechen, Furcht, Wunden, spurloses Gehen, Stille, Flamme erzeugen, Spiegelbilder. Wenn du es nicht weißt, darfst du gerne mitraten. Das ist was anderes, wenn... Ich dachte, du hast mir jetzt was gesagt, was ich fürs Roleplay irgendwo brauche. Das ist, ne, das ist ja dann wieder der Punkt. Das wirkt halt unterschiedlich. Ich dachte, du weißt einfach, dass ich das an irgendeiner Stelle brauche, diese Sklavenliste. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wo mir jemand sagt, hey, cool, dass du eine Notiz dabei hast. Darfst gerne mit einer Variante äußern, wie ich über die Giftwolke komme. Die scheint nämlich komplett bis zur Tür zu laufen. Das ist einfach zu enduren. Erdulden war in einer der Notizen, dass wir erdulden müssen, dass wir alles erdulden müssen, was uns so begegnet. Aber du hattest doch was, um Leuten Resistenz zu geben. Glyph des Schutzes, Leuchtfeuer der Hoffnung, Tageslicht, Todstellen, Massenheilung, mit Toten sprechen. Bei den Pilzen war doch hochentzündlich. Das habe ich vorhin versucht. Das hat aber keinen Effekt gemacht. Ich habe hier mit dem Feuerpfeil einfach mal reingeschossen, mitten rein vorhin. Das macht aber nichts. Also das ist nicht entzündlich. Von daher bin ich ein bisschen am Punkt von, das mache ich jetzt weiter. Das war auch mein erster Gedanke, dass das Gift hochentzündlich ist, aber das ist es leider nicht.
Schwache Genesung, Emotionen besänftigen, Beistand, den Mut verbessern, schützendes Band. Gegen alle Schaden an einem Bonus oder eine Rüstungsklasse sowie einen Rettungswürfer. Schutz vor Gift! Und den Schutz von Einflüssen und Giften zu gewähren. Das hört sich gut an. I've got a long road ahead. What path lies before me? My faith will guide me. Ich würde jetzt gerne auf rundenbasiertes Ding wechseln, denke ich. Schutz vor Gift. Stehst du schon im Gift? Hüpf mal ein bisschen hier vor, damit du den berühren kannst, ohne im Gift zu stehen. So, Schutz vor Gift. So, und jetzt? Springe ich halt einfach ins Gift rein, wa? Spurten. Geschlossen, dann darf ich nicht mehr. Da fehlt mir, glaube ich, öffnen. Darf ich hier generell nicht Schloss knacken? Mit Feuer wird man es aufkriegen. 36. Einfach Doppeltür. Was next? Rettungshof fehlgeschlagen, Giftwolke. Fuck. Jetzt habe ich Nachteil auf Attributswürfe. Das ist natürlich blöd. Nee, habe ich doch nicht. Jetzt wieder weg. Warum habe ich eine Elixier der Hügelriesenstärke benutzt? Schlossknack. Let's try. Komm schon. Yes. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Offen haben wir's. Heilungshof erfolgreich, Giftwolke. Frage ist, was nützt mir das? Können wir in den Echtzeitmodus wieder gehen? Was nützt mir das? That's it then. I can't jump any further. Es bringt nicht mal was. Kommst hier nirgendwo hin? So eine Scheiße. So viel Aufwand für nichts, oh Mann. Also, das ist ja wirklich, wirklich doppelt und dreifach doof. Die haben sich sogar noch einen Durchgang ausgesucht, wo nichts dahinter ist, also wo du nicht weiterkommst. Subi. Hier geht's, glaube ich, sinnvoller weiter. Was ist denn das eigentlich für eine Quest? Findet das verlorene Amulett, hilft dem verfluchten Mönch. Was hilft dem verfluchten Mönch? Welchem verfluchten, verdammten Mönch? Baldurs Tor. Eines dunklen Justiziar gelesen, er erwähnte ein überaus mächtiges Amulett, das den Träger auch zum Lachen bringt. Also wurde in die Lava geworfen. Aha. So, wir sollen zum Souverän, die Alamantschmiede, gelange am Schutt vorbei. Wir haben eine Erinnerungsspitze gefunden, der... Ja, die Alamantschmiede verrät, genau. Das war hier. So, das ist nämlich der eigentliche Weg, glaube ich, zur Alamantschmiede. Die ist nämlich da, würde ich sagen. Hüpf. Oh, da bin ich zu weit oben gesprungen. Hüpf, 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 hüpf. 150 XP, Alamantschmiede. Genau. This must be the forge. What a sight to behold. Hier kann ich wohl fette Rüstungen craften. Tiegel, Gussformhalter. Ja, so nicht ganz, weil die Leute, die das tragen, lachen wohl unkontrolliert. Okay. Ich muss da halt was reintun. Moment, wer hatten die jetzt alle von mir? Hast du die? Nee, du hast die nicht. Du hast die alle. Krummsäbel, Langschwert, Schienenpanzergussform, Streitkolbengussform.
Mach mal einen Schienenpanzerguss vorn rein. So, Schienenpanzergussform einfügen. Erfolgreich eingesetzt. Wir haben aber Mithrilerz. Gegenstand einsetzen. Wir hatten Mithrilerz. Hat er Mandschlacke? Nee. Das meinte ich nicht. Nicht so lange her, dass wir es gekriegt haben. Da, Mithrilerz einfügen. Erfolgreich eingesetzt. Ich glaube, ich das noch machen musste. Plus vom Auswurfhebel. Schmiedehebel. Mal sehen, was passiert. What? Wir fahren nach unten. Damit bin ich gerechnet. Tiegel. That did the trick, all right. And down it goes. Okay, damit bin ich gerechnet, dass wir hier unten sind. Brauchen, glaube ich, Lava zum Erhitzen. Eigentlich müssen wir da irgendwie einstellen, wie viel, oder? Die Adamantschmiede. Aber wir haben ganz viel gelesen, wie viel wir brauchen. Ich bin gespannt. Es darf nicht zu heiß sein, sonst geht Mithril kaputt. Oder ist es schon eingestellt? Oh, wer bist du? Ich glaube, ich habe ein Problem. Das sieht nach Bossfight aus. Holy shit. Der ist Stufe 8, hat 3. What the fuck? Ja. Abbild beschwören. Spiegelbild des zweiten Grades. Wir gehen zu ihm hin, damit wir mit er hoffentlich auf sie haut, weil sie hat jetzt eine übel hohe Rüstungsklasse. Das ist ein guter Punkt. Welche Resis hat er? Wahrscheinlich Feuer. Energieresistenz, Säureresistenz, Schallresistenz, nekrotisch, Feuer, Blitzresistenz ist komplett. Blitzschränke ist aufgehoben. Und Wucht ist es, was ihn am meisten erwischt. Guter Punkt. Also spirituelle Waffe, Hammer. Würde ich mal sagen. Aber der macht wahrscheinlich One-Taps aus meinen Leuten. Würde ich mal vermuten. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dem ganzen Quatsch. Charisma, weiße Intelligenz, Wissen, Geschicklichkeit, Wissen, Stärke. Bis zur nächsten langen Rast werden wir dann Stärke geübt. Aber wir sind schon Athletik geübt, bin ich mir relativ sicher. 35% überhitzt. Moment. Das bedeutet überhitzt. Es ist nun für bestimmte Schadensarten empfänglich und durch Wuchtschaden verwundbar. Oh. Das ändert aber irgendwann. Die Schadensarten ändern sich also auch. Das Rüstungsklasse 18 hat der. Oh Gott. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Dann sollen wir ihn wahrscheinlich in der Lava halten. Mit der Weite überhitzt. Mehr Nahkampfwaffen bitte. 50%. Ja, schade. Gefahrenabschätzung, Hauptziel. Wir haben 5 Damage gemacht. Ja, geil. Vier. Und Fehlschlag. Ja. Wir kommen halt nur von der Lava jetzt an ihn ran, oder? Können wir von hier aus angreifen? Wir können doch bloß sicher noch von hier aus angreifen, oder? Würde ich mal behaupten.
Kampffrau Speerenherz. Und jetzt noch ein Rip. Gefahrenabschätzung, Hauptziel hat sich geändert. Der letzte angreift, ist mal das Hauptziel, ist das richtig? Drei. Ja, das sieht sehr danach aus. Der letzte, der angreift, ist immer das Hauptziel. Kann ich ihn langsam machen? 55%. Boah. Langsam machen wäre dann schon ganz geil, ne? Oder halt einfach die Dolchfolge so platzieren, dass wir nur ihn treffen. Hier drüben irgendwo, so. Den werde ich halt nur wahrscheinlich zum Hauptziel. Nehme ich nicht. Das war ihm egal. Okay. Ich gebe lieber ein Stück weg, weil ich habe sonst Angst. Erwachen. Hauptziel hat sich geändert. Okay, wir haben ihm 35 Schaden gemacht in der ersten Runde. Das heißt aber, dann will ich natürlich, wenn dies so funktioniert. Nichts getroffen, gut. Dann bist du aber durch. Dann will ich natürlich mit Schattenherz eine Möglichkeit als letztes angreifen. Kritischer Fehlschlag, ja geil. Rücksichtsloser Angriff, komm. 9, nice. So, das waren wieder ein bisschen Damage. Lazelle. Kannst du? 15%, dass wir den festhalten. Ja, unwahrscheinlich, ne? Das habe ich mir von vermutet. Aber man weiß ja nie, man kann es ja versuchen. So. Jetzt haben wir dich. Du hast noch keine Konzentration, die du aufrechterhältst, richtig? Ja. Dann würde ich ja mal sagen. Aber wir haben keinen Stufe 3 Zauber mehr. Vergiss es. Wir haben nur Stufe 1 Zauber. Wir könnten jetzt das selbst verkleiden, Person bezaubern, Schild des Glaubens, um noch unsere Rüstungsklasse noch weiter zu erhöhen. Aberration. Bist du eine Aberration? Ein Golem. Du wirst nicht für Schutz für Gut und Böse reinfallen, oder? Abbild beschwören, das können wir auch noch machen. Damit wir im Vorteil sind, glaube ich. Für Angriffswürfe. Nicht genügend Ressourcen Aktion. Ja, das ist natürlich ein Problem. Fehlschlag. Okay. Bewegt sich die Sau. Also haben wir echt viele. Haben wir fast ein Drittel geschafft schon. Oh. Wir wollen vielleicht die Lava zurückhaben. Würde ich sagen. Damit der nämlich weich bleibt und verletzbar bleibt. Sonst haben wir ein Problem. Das heißt, du musst da stehen bleiben. Mein kleiner Freund. Spring mal hier rüber. Du hast Appel beschwören. Und du haust das Ding. Fehlschlag. Das Appel können wir direkt beenden. Das ist leider dann blöd positioniert. Das sind schon nicht ganz doof, die Dinger. Wir springen da nochmal rüber. Wir haben keinen Vorteil mehr. Also, rücksichtsloser Angriff. Batz. Bluten werden wir das Ding nicht können. Spalten nützt uns nichts. Also würde ich sagen, wir greifen aber nochmal an. 12. Nice. Wir haben ein Drittel geschafft. Kannst du es? Ich will nicht, dass du in die Lava läufst. Sind wir ehrlich. Da habe ich wenig Bock drauf. Kannst du das Ding von irgendeiner anderen Position? Nee, ne? Kannst du nicht angreifen. Du müsstest in die Lava laufen. Tja. Ja, dann schieß mal halt. Besser als nichts tun, ne? Man kann ja Glück haben. Aber einen Absetzangriff kriegst du trotzdem. Kannst du. Nee, du kannst nicht. Du kannst laufen. Kannst du da noch angreifen, ist die Frage.
Das sieht nicht danach aus, oder? Du läufst ran, um ihn anzugreifen. Gut. Der nächste Angriffszug gegen dieses Ziel ist ein Vorteil. Nope. Not gonna do this. Ich glaube, ich will mir das für Wundenheilen aufheben. Schlag auf Schatten 32. Ja, das ist genau das Problem, was ich habe, mit, wenn er, glaube ich, attackt. Yo. Heal yourself, Schattenherz. Fucking heal yourself. Trotz des Ine. Nicht vergessen, sie hatte gerade 26er Rüstungsklasse. 26er Rüstungsklasse, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Stoßangriff Nahkampf. Okay. Das braucht halt, ich glaube, den Wegstoßen ist nahezu unmöglich. Sind wir ehrlich. Du hast noch sehr viele HP. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du eine Runde tankst. Bitte spröde, wenn er ständig heiß-kalt wird, wie ein Metallgedanke, dann müsste ich ihm aber irgendwie kalt machen können. Das kann ich aktuell nicht. Leider. Kannst du hinter ihm fliegen? Das kannst du. Triffst aber nicht. Schade. Ich müsste jetzt die Dolchwolke neu beschwören. Ich kann ihn nur langsam machen zu 55%. Psychischer Schaden würde ihm genau nichts tun. Ja, ich habe nur die Dolchwolke, die ich nochmal beschwören kann. Sonst sind die Zauber, glaube ich, Quatsch. Ich möglichst nur ihn treffen. So, wische ich halt die heilige Waffe mit, dann töte ich die, glaube ich. Und das ist ein bisschen blöd positioniert insgesamt. Entweder treffe ich die heilige Waffe mit oder. Ja, dann machen wir erstmal, glaube ich, einen normalen schaurigen Strahl. Oh, da bin ich zum Hauptziel. Da bin ich aber jetzt gespannt. Seismische Zone. Hat er die Leute umgeworfen? Aber ich bin wieder dran. Das ist spannend. Okay, er steht sowieso an der Stelle, wo ich ihn nicht heiß machen kann, ne? Das müssen wir mal kurz. Okay, du hast keinen Zauberplatz mehr, ne? Schlecht. 2 bis 16 ist die heilige Flamme. Inzwischen 65%, 40%. Ja, dann heilige Flamme, I guess. Moment, warst du gegen heiligen Schaden immun? Gleisenresistenz. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Er ist immer noch überhitzt. Er ist immer noch überhitzt, von daher zählt es immer noch, als wäre er geschmolzen. Und er hat immer noch die Wuchtschwäche und die Stich- und Hiebresistenz. Kälteresistenz hat er auch. Adamanthaut. Diese Masse besteht aus Adamant und ist so schwer wie ein Drache und ebenso zäh. Ja, nächste Runde wäre dann nicht mehr überhitzt, glaube ich. Kann sein, dass es nächste Runde ändert. Ja gut, dann hauen wir halt doch einfach zu, oder? Weil die hat ja zumindest Wuchtschaden. 16! Sie hat Wuchtschaden. Und wenn sie trifft, macht sie noch ordentlich. Holy moly, ey. Du machst logischerweise keinen Wuchtschaden, weil du keinen Zweihandhammer, sondern ein Zweihandschwert hast. Du machst Hiebschaden. Ups. Hast du zufällig was in deinem... zum Wechseln? Stichschaden, das ist nicht so viel. Das bringt uns nicht so viel. Hatten wir nicht noch irgendwo Hammer übrig? Wir hatten hier noch. Ein Morgenstern hat auch Stichschaden. Ach so. Und da haben wir hier die Doppelhämmerchen gehabt. Da ist noch leichter Hammer und leichter Hammer. Kann ich das wechseln jetzt? Ah, kann ich.
Aber dann hast du keine Aktion mehr, weil du hast jetzt die Waffe gewechselt. Okay. Das ist dann so. Aber Wuchtschaden scheint ja effizienter zu sein. Das gleiche müsst ihr eigentlich bei dir auch machen. Müsst ihr eigentlich auf den Zweihandhammer nehmen. Aber ich glaube, da habe ich keinen. Nee, ich habe nur Hiebschaden, glaube ich. Macht halt dann nur 5. Sind wir ehrlich, ist halt blöd. Oder trifft halt nicht. Ist er gegen Giftschaden immun? Ja, ist er doch gegen Giftschaden immun, ne? Öl der Präzision. Bezieht eine Waffe und einen Bonus mit ein Öl. Mach mal nochmal eine Öl der Präzision drauf. So, dann haben wir dich noch. Wenn du triffst, machst du halt ordentlich Damage. Wenn du halt nicht triffst, ist es halt ganz schön am Sack. Also das kriege ich wieder das ab. Weil der Magieschaden halt ist, ne? Ich denke, es ist aber gut, ihn überhitzt zu halten. So meine Vermutung. Aber wir gucken mal. Null. Immun gegen Wucht. Das ist immun gegen Wuchtschaden. Ja, ich muss ihn. Ich muss. Wenn ich ihn nicht aufweiche, ist er gegen so ziemlich alles immun wahrscheinlich. Yep. Ich muss ihn in die Hitze holen. Ich muss ihn auf jeden Fall in die Hitze holen. Und er ist, glaube ich, ein Nahkämpfer. Von daher. Ah, puff. Ich muss dich irgendwie wieder in die Hitze kriegen. Du. Moment, wer von euch hat denn jetzt. Hat nicht einer von euch. Du hast das. Zauberwirken blockiert. Was? Wieso ist Zauberwirken blockiert? Das ist frech. Ja, wir müssen halt hier weg, ne? Den Absatzangriff müssen wir in Kauf nehmen. Rettungswurf gelungen, Schlag. Schießen brauchen wir nicht, weil er ist eh immun gegen alles. Dann kannst du dich auch mal kurz heilen. Mit deinem gnadenlosen Wildheit. Du hast Schaden erlitten, ne? Das sollte also. So, die andere Absatzangriffe sollte er nicht mehr machen dürfen. Wie ich das verstehe. Ja, heilige Flamme brauchen wir halt auch nicht. Göttliche Führung. Ich kann dir nochmal göttliche Führung geben. Einfach nur, damit du es hast. Besser als nichts zu tun. So, und du musst ein Stück laufen, bevor du. Nein, du darfst nicht mehr springen. Das ist ganz schlecht. Du darfst nicht mehr springen. Nein! Ich verkack gerade komplett. Ganz schlecht. 6 bis 15 Heilung, das ist. Ja. Ich hätte sputen müssen. Fuck. Und du fliegst auch irgendwie darüber. Wie viel Bewegungsreichweite hat denn das Ding? Nicht so viel, ne? Sehr schön, hat den Schlag gefailt. Das Erdbeben macht halt immer auf alle Damage, das ist echt blöd. Ich muss mal kurz hier Tab. Wir geben das einfach mal dir rüber, würde ich sagen. Ich glaube, es ist keine Aktion, wenn ich das mache. Weil du hast nämlich keine Heilung sonst mehr. Und du brauchst aber Heilung. Schutz für Gut und Böse. Ja. Segen der List. Der Erdbebenaktion ist schon echt ein ekliges Ding. Aber der ist halt unverwundbar gerade. Ich muss ihn also hier rüberholen. Der hat nicht getroffen. Ich springe hier rüber.
damit er sich wieder... Ja, damit er wieder dafür sorgt. Stärke, Geschicklichkeit. Ich weiß nicht, ob sie Übungsbonus auf Geschicklichkeit hat. Ob wir das wirklich machen wollen. Warum nicht? Wir machen mal eine Geschicklichkeit, weil ich glaube, das ist Umwerfen. Ist ein Geschicklichkeitsding. Das macht genau keinen Damage. Gegen sämtlichen physischen Schaden, Wuchtschaden, Stichschaden, Hiebschaden. Säure, Schall, Nekro, Feuer, Blitz, Energie, gleißend, Gift. Ich glaube nur Magieresistenz hat er nicht, kann das sein? Mache ich damit Magieschaden? Ne, Energie hat er. Energie hat er, ne? Ja, Energieresistenz hat er auch. Kälte und Säure. Hat er, glaube ich, auch beides. Ja, Kälte und Säure. Ja, ich muss ihn aufweichen. Ich würde ihn einfach mal angreifen, damit er hoffentlich zum Ende kommt. So, er nimmt mich als Hauptziel. Zug beenden. Und dann, du machst auch immer Zug beenden einfach. Weil du kannst eh keinen Schaden zufügen. Und du fliegst mal darüber. Komm schon, lauf wieder in die Lava. Yes! Nice! Da aber nochmal Erdbeben. Irgendwann muss ich aber dahin begeben. Du bist das, oder? Kannst du das Lavaventil? Wobei ich... Ja doch, mach du mal das Lavaventil. Ich hoffe, du stehst jetzt da richtig, dass du nicht die Lava abkriegst. Ich glaube, du stehst über der Lava. Okay. Damit hast du natürlich kein Damage gemacht. Das ist dann aber so. Und jetzt hat sie wieder Gleisenresistenz trotzdem komplett hoch. Nur Wucht. 18. Das ist halt so viel Damage bei ihr. Und du hast jetzt doch jetzt auch eine Wuchtwaffe. 16. Holy shit. Das ist so gut. Wenn du noch treffen würdest. Schade, du triffst halt leider sehr hoffentlich nicht. Ja, jetzt die Frage, ob ich jetzt nochmal sowas hole. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Psychisch hat er nicht resistent, ne? Schade, psychischen Schaden hat er keinen Widerstand. Nicht blöd. Ich bin so blöd. Ich bin ja komplett blöd. Ich bin blind. So, der ist Hauptziel. Ich muss ihn quasi kiten, damit er immer wieder über die Lava läuft. So wie ich das sehe. Ich glaube, ich will mir nochmal einen Heiltrank geben. Ja, der Kampfrolle ist vorbei, das ist logisch. 16, nice. Aua, 21, 17, ey, holy shit. Aber erst bei 76, wir haben langsam das Problem, unser HP geht gegen 0. So, du musst auf jeden Fall nochmal einen Heiltrank schlucken. Und ich glaube, du hast auch noch einen Heiltrank, sehr gut. So, ich will ja, dass er eigentlich zu meinem Dude hinläuft. Nice, das war ein 20er Hit. Holy nice. Präzisionsangriff für den nächsten. Ich glaube, er ist noch, weil wenn er wieder dran ist, hört das auf, ne? Das Geschmolzen. Wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Lazelle. Feuer ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Ja, feuerresistent ist er immer noch. Dann ist Feuer Quatsch. Dann gehen wir in den Kampfrausch, würde ich sagen. Und machen noch einen Angriff.
rücksichtslosen. Ah, noch ein Crit für 11. Sehr schön. So. 18. Sehr gut, sehr gut. Kannst du eine neue Waffe beschwören? Nee, ich habe keinen Zauberplatz mehr dafür. Ich habe alle Ressourcen hier benutzt. Ja. Okay, dadurch, dass es Fehlschlag ist, ist es auch hoch, dann kann ich auch stehen bleiben. Aber jetzt ist er nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr am Schmelzen. Jetzt ist er nicht mehr am Schmelzen. Das ist ein großes Problem. Das heißt, ich muss jemanden nehmen. Sie muss den Absetzangriff nehmen. Genau. So, sie hat es wieder aktiviert. Und sie muss sich heilen. Sie kann es nämlich noch. So. Den wegschubsen kann ich doch nie und nimmer. Ja, zu schwach zum Stoßen, genau. Moment mal. Kann ich das nicht eintauchen hier? Muss eine Oberfläche sein, die eingetaucht werden kann? Als ob man in Lava nicht eintauchen kann. So, jetzt muss ich ihn wieder irgendwie kiten, dass er darauf geht. Ihr braucht eigentlich keinen Damage machen, so wirklich. Die beste Variante wäre, wieder hier rüberlaufen lassen, ne? Wäre die einfachste Variante. Bisschen laufen. Ich muss spurten. Spurten, 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 spurten. Darüber müsste eigentlich noch da stehen, wo es fein ist. Problem ist, sie müsste eigentlich jetzt sie angreifen. Oder sie. Pfeil des rollenden Donners. Stichschaden. Kann ich das einfach damit machen? Yes. Sehr schön. So, dann ist hier jetzt das Ziel. Das ist ja das, was ich wollte. Dann stellt er sich hier hin, würde ich sagen. Ich habe übrigens noch einen Mithelfer, den ich holen kann. So, also auf jeden Fall wieder ein Lava. Yes. Danke. Das ist schlecht. Dann kommen wir da nicht vorbei. Und er kann nicht springen. Spurten? Wie weit springst du, mein Freund? Ja, dahin kannst du springen, von da aus, wo du bist. Okay. Dann haben wir dich schon mal positioniert. Ich hatte doch noch. Wem habe ich die Heilungssachen gegeben? Ich hatte doch noch große Heiltränke da. Ja, Lazel. Trink mal ein. Helfen oder angreifen ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich versuche lieber anzugreifen. Yes. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Uff. 500 XP gab das gerade. Holy shit. Erstmal. Erstmal das und speichern. Das war eine Aktion, ey. Grimmschädelhelm, sehr selten. Schützt den Träger vor kritischen Treffern, gewährt Resistenz gegen Feuerschaden. Zeichen des Jägers. Okay. Was habe ich drin? Achso, Blitzladung erhält, bekommt er auch 3 temporäre Trefferpunkte. Das heißt, das ist mir nie getriggert. Das ist irgendwie noch nie getriggert. Da würde ich sagen, Resistenz gegen Feuerschaden gönne ich mir. Das sieht aber speziell aus, sind wir auch ehrlich, also. Den Helm bei Dialogen würde ich ihn dann doch schon mal ausblenden. Ansonsten von mir aus, aber in Dialogen. Puff! Ich glaube, du hast noch was, wie du dies kriegen kannst, ne? Du hast hier blind durch Blitzfüße, kannst du temporäre Hitpoints kriegen. Würde ich sagen, gebe ich das mal Karlach, dass sie das ausrüstet.
Dann haben wir Wucht. Wuchthelm. Geben wir den Wuchthelm halt. Unsere guten hier. Dir. Aber das würde ich dann gerne ausblenden. Das sieht nicht so hübsch aus. So, die Frage ist jetzt. Kann ich das hier jetzt rausholen? Hallo? No use. It's blocked. It's blocked. Okay. Wollen wir mal den Schmieden-Ding nochmal bestätigen hier? Schmiedehebel? Heiltränke brauen oder kaufen. Ah, da ist es übrigens. Adamant-Schienenpanzerung. Brauen ist ein guter Punkt. Ich kann Heiltränke brauen. Suspensionen muss ich, glaube ich, einfach mal machen vorher. Eine Lazulit-Suspension. Weiß nicht genau, wofür ich Vitriolen brauche. Lolls Katze. Kein Wunder, dass Lolls Katzen Reisende im Unterreich geblockt haben. Schließlich ist die namensgebende Herrin der Köpfe des Verrats. Hier Spinnen und Schatten, damit nicht genug destilliert blenden und vergiften die Arglosen. Okay, nice. Aschen haben wir nicht. Essenzen, silvanischer Steinessenz können wir herstellen. Wimmelpilzessenz können wir herstellen. Salze. Abgrundkriechersalz, Schurkenmorchelsalz, viridianischer Kristall, Wermutsalz. Sublimate, Beschichtungen, Bosheit. Feines Pulver, das an Rauch erinnert, wenn man es schüttelt oder Gegner in die Augen wirft. Es kann blenden, oder? Verdünntes Öl der Schärfe, Öl der Verkleinerung, Öl der Präzision, Granaten, Elixiere. Heiltränke. Ich kann nur normale Heiltränke machen, aber dann kann ich nicht zwei machen. Dann hat mein Hauptcharakter schon wieder Heiltränke. Ich werde eher wahrscheinlich demnächst nochmal rasten müssen. Glaube ich so. Und du wirst diejenige, die wahrscheinlich für die schwere Rüstung die beste Kandidatin ist. So, was gab es jetzt hier? Eine Adamant-Panzerung. Adamant-Schienenpanzerung. Sehr selten. Rüstungsklasse 18. Magische Ritterrüstung. Jeder erlittene Schaden ist 2 verringert. Wenn ein Nahkampf dich trifft, taumelt der Angreifer 2 Züge lang. Nachteil bei Heimlichkeit, Würfelschützen, Träger vor kritischen Treffern. Ja, das ist was für dich, würde ich sagen. Schick, schick. Eine Adamantrüstung. Ja, jetzt haben wir das halt nicht mehr in Nutzung. Können wir auch Silber hier schmieden? Ich meine, wir haben Silberbahn. Also würde ich ja sagen, in meiner Logik kann man die schmieden. Das ist voll cool, diese Adamant-Schmiede hier. Moment, du hattest die Silberbahn, ne? Kann ich die hier reintun? Geht das? Nein, nicht weglaufen! Kombination nicht möglich. Okay, es geht nur mit bestimmten Sachen. Es gab was zu Adamant. Achso, das ist Mithrilerz, wird zu Adamant verarbeitet. Okay, ich kann also nur Mithrilerz hier reingeben. Schade. Da habe ich, glaube ich, nur eins gehabt. Also, wir haben sehr viele Heiltränke gebraucht, um das zu schaffen. Sehr viele Heiltränke. Aber dafür haben wir halt einen extrem seltenen. Kommen wir jetzt wieder hier hoch? Das ist ein bisschen die Frage. Können die Gussformhalterung wieder rausmachen? Da ist nämlich jetzt die. Kannst du direkt mal nehmen? Das ist das für deine Rüstung gewesen. Gab auch gut XP, das stimmt. Es gab gut XP. 4000 brauchen wir für den nächsten und 500 haben wir gerade bekommen. Also, das ist schon ein ziemlicher Fortschritt. Achso, hier komme ich. Plattformsteuerung, da kann ich wieder hoch. Bum, bum. So, hätte ich vielleicht da unten noch was machen wollen? Nee, an die Seite hätte ich, hätte nirgendwo hinkommen können. Das ist nur Lava hier alles. Kann man nicht wirklich irgendwo hingehen. Nee, das sieht nicht so aus. Okay. Moment, aber hier gibt es einen anderen Weg. Hier geht's noch weiter. Hüpf, mein kleiner Freund, hüpf.
Weiß nicht, ob ich jetzt mit so einem Ding nochmal anlegen will. Hier ist noch so ein Lava-Ungetüm. Das ist jetzt nicht das. The lava's erupting. Better watch my step. Ja. Die platzt hier nämlich die ganze Zeit. Und das Ding, weiß ich nicht, wie happy das ist, wenn wir hier irgendwie rein wollen. Aber ich glaube, hier gibt es nochmal was Geiles zum Looten. Ich glaube, ich würde das aber nur alleine machen wollen, wenn dann. Wait, wir wollen nicht hier runter, wir wollen von hier darüber springen. Glaube ich. Die Giftresistenz hält übrigens. Sau lange an. Kurz vorm Platz. Nein, 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 nein. Ich hoffe, das ist nicht sauer oder so. A lava elemental. No wonder the lake's so volatile. Okay. Ich tippe drauf, dass das nicht happy sein wird, wenn wir hier Sachen wegnehmen, oder? Speichere mal kurz. Bevor ich jetzt gleich sterbe. Aber das ist ein Lava-Elementar, einfach Stufe 6,95. Untersuchen. Feuerresistenz. Das hat aber nicht so viele Resistenzen wenigstens, ja. Kälte ist es empfindlich. Ja. Was knacken? Abbrechen. Das versuche ich nur mit Schattenherz an meiner Seite. Sind wir ehrlich. Das versuche ich nur mit Schattenherz an meiner Seite. Als 20 erwarte ich Mithralerz. Ja, stimmt, könnte sein. Das Feuer ist gerade ein bisschen blöd hier. Wieso konnte ich denn vorhin bis dahin springen? Irgendwas verpasst? So, jetzt. So, noch ein Speichern, bis wir es nicht nochmal machen müssen. Aufheben und so weiter. Ich kann es natürlich auch aufheben, irgendwo anders Schloss knacken. So, jetzt haben wir hier noch einen 5 bis 8. Das heißt, wir haben mindestens eine 25% Chance, es zu schaffen. Bisschen mehr. 30% ungefähr. Das sieht nicht gut aus. Das können wir nämlich nicht schaffen, auch mit plus. So, wir haben ja noch ein paar. Ich würde noch ein Diebeswerkzeug dafür opfern, glaube ich. Komm schon. Das sieht gut aus, weil plus 5 ist ja mindestens. Yes! Uhu. 20er geschafft, geil. So, was ist da drin? Hallo? Intelligentes Amulett. Gibt dir den Skill Zerbersten, rede mit dem intelligenten Amulett. Key-Wiederherstellung, Klassenaktion. Okay. Glaspokal. Es ist kein Mithrilerz, können wir mal kurz festhalten. Schriftrolle totstellen. Glaspokal. Aufheben. Ah, das ist das Amulett, um das es geht. Like it was left under the sun. Suddenly the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? Gegen den Drang ankämpfen mit Weisheit, Hexenmeister Weisheit. Vorteil, die Macht deines Pakts beschwören und dem Drang widerstehen. Let's go. Wir haben Vorteil, müssen 10 schaffen und wir haben die göttliche Führung. Also es muss auch jetzt machbar sein. Ja, ganz entspannt. Sehr schön. Your power spikes, banishing the urge to laugh in an instant. Da hilft Hexenmeister sein. For what is a laugh if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. Wohin zurück? Wegen deinem Geist? Was ist euch zugestoßen? Was ist euch zugestoßen? I am sunlight on water, dew on grass.
Du bist ein Gott oder was? Broke my body, but my spirit they could not. Well, not completely. What the fuck bist du? Thou shalt return me home. It is written. That one's tainted. Better to leave it than bear a dead man's grudges. Das Amulett untersuchen, Motiv erkennen, sich auf das Wesen konzentrieren, was sind seine Absichten? Das Amulett untersuchen würde ich erstmal machen, glaube ich. Bisschen Intelligenz haben wir ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also diese göttliche Führung ist unfassbar nützlich. Etched on its face is an image of the dawning sun. Religion, das eingebildete Bild betrachten. Okay, wissen wir das nochmal? Religion. Okay, das hat auch geklappt. Sonnenaufgangssymbol. Das muss ja eigentlich dann das Gegenteil, hier die Schwester von Char sein. Die Lun. Oh ne, die hieß anders. You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Whatever madness this spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Shah. Ja, der Junge der Shah, okay, genau. This madness may flow into you. Okay, Motiv erkennen. Versuchen wir das nochmal. Was ist die Absicht des Dings? Sehr schön, haben wir auch geschafft. Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Wohin zurückbringen zu wem? To my granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmater, she does. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. Tja. Tja. Das ist jetzt mal eine Frage, ey. Holy shit. Also, sind wir mal ehrlich, wenn ich ihn zu seiner Urenkelin, nee, zu seiner Enkelin zurückbringe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er mit ihr irgendwie interagiert, sich irgendwie wiedergebärt, sich in ihren Körper setzt, irgendwie sie korrumpiert mit seinem Wahnsinn, den er hat. Weil wie will er mir sonst eine Belohnung geben? Auf der anderen Seite bin ich gierig genug, dass mir das egal ist? Boah. Und es scheint auch ein ziemlich mächtiges Amulett zu sein. Ich glaube, ich will einfach nur wissen, was passiert, deswegen bringe ich ihn zurück. Einfach nur dafür schon will ich wissen, einfach nur, was passiert. Greed is good, ja genau. Also ich könnte es wahrscheinlich wegwerfen, wirklich in die Lava, dass es schmilzt. Und dann ist er wahrscheinlich auch vernichtet. Ich kann es einfach nur einstecken. Ich kann es anlegen sogar direkt. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal würfeln, ob ich dem Bio-Ansinn widerstehen kann. Ich kann es einstecken. Einfach nur und mitnehmen, zum Verkaufen vielleicht. Wir in die Lava werfen oder ich sag ihm zu. I shall grant you my power. Okay, ich will es erstmal einstecken. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Okay. Holy shit. Das kannst du einfach komplett. Ist. Okay. Sonst ist hier. Kommt man hier runter? Ist das der Abgang? Nee. Oder? Also irgendwie gibt es, glaube ich, noch eine Variante, da runter zu kommen. Denke ich. Aber ich denke nicht, dass das darüber ist, auch wenn es hier relativ wenig steil ist. Aber hier steht Abgrund. Nee, dann geht das da nicht. Wir lösen euch mal wieder, weil wir müssen jetzt irgendwie zurückspringen. Alternativ können wir einfach sagen, wir teleporten uns zurück. Sind wir ehrlich. Ich glaube, hier hinten ist jetzt nichts mehr. Und dann können wir auch. Das würde ich zusammen machen. Dann können wir uns auch zum Anfang der Adamant-Spiele teleporten.
Das machen wir den anderen beiden auch. Das spart uns ein bisschen Zeit. Und wir haben die Leute wieder zusammen. So. Jetzt haben wir alle wieder zusammen. So, ja, ne? Das würde ich dann sagen, ist die Story der Adamantschmiede. Jetzt würde ich ganz gerne aber noch auf jeden Fall. Was ist eigentlich hier? Rauchpulvervorrat, Aufzug. Ja, Rauchpulvervorrat brauchen wir jetzt nicht mehr. Achso. Ja, wir sind ja hier in dem Bereich. Sind jetzt eigentlich alle sauer? Bevor ich mich jetzt dahin teleportiere, sollten wir vielleicht mal gucken, ob die alle sauer sind, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe, weil ich habe jetzt den ihren Anführer gesnackt. Nee. Die sind abgehauen, glaube ich. Wenn ich es richtig sehe. Jo, die Drauge sind abgehauen. Hallo. Shit! You did it! Ja, ich hab's, was so ging, ne? Warte, bis die Dinge sich beruhigt haben, nehmt den kurzen Weg zur Oberfläche. Warte, bis die Dinge sich beruhigt haben. Ich weiß einen Ort. Cross the lake. Should be safe. Won't be needing this poison, now that you've off the bricks. Bet you'll find it handy, though. You're a good one. I won't forget it. Na, jetzt wollen wir nochmal Wyvern-Gift bekommen. Ich hatte doch noch die Fähigkeit, mit Toten zu sprechen. Mit dem einen Amulett. Achso, deswegen haben wir keinen Fersen zusammenklicken mehr, weil ich glaube, das war... Haha. Eine von euch. Genau. Du kannst relativ weit springen. Dann würde ich, glaube ich, Fersen zusammenklicken doch dir geben. So. Hä? Ich kann sagen, wieso geht das nicht? So, dann kriegst du... Hallo? Danke. Und ihr tauscht das bitte noch aus. Damit das zusammengehört wegen den Blitzladungen. So. 8 bis 18, 7 bis 13. Achso, und du hast jetzt die falsche Waffe in der Hand, glaube ich, ne? Schwert der Schreie. Das ist doch ein... Du bist damit geübt, das ist ein Finesse-Schwert, aber du bist halt eher jemand mit Stärke. Lazel. Lazel ist eher jemand, der mit Stärke gut umgehen kann. Müssen wir irgendwie noch zurück machen. Was hatten die für eine Waffe vorher? Blöde Frage. Die hatte vorher ein Langschwert, oder? Wo ist denn das hin? Hier ist das Langschwert von ihr. Das ist, glaube ich, mehr Damage. 5 bis 8, 5 bis 12. Ja, sehr viel mehr Damage. Aber das ist vielseitig. Rapier ist auf jeden Fall eine Finesse-Waffe, ne? Genau. Das ist vieles, das kann mir aussuchen, ob mit Geschick oder mit Stärke. Ihr könnt es elementar töten für die XP. Ich glaube nicht, dass ich aktuell in der Situation bin, dass ich das elementar sinnvoll töten kann. Bin ich ehrlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf dem Punkt bin. Das ist nicht mit irgendeinem Kriegswaffen oder Kampfspitzhacken geübt. Das ist eher was für dich, Lesel. 5 bis 12, bewirkt Zauberersten beim Treffer, da sehe ich dich doch hier. Und du bist damit geübt. Let's go. Das Kriegsschwert, das Langschwert behältst du trotzdem. Deswegen, ich lasse das Lava-Elementar in Ruhe. Also, das ist mir, glaube ich, zu viel Risiko. Da sehe ich nicht, dass ich das sinnvoll benutzen kann. Hier ist das Amulett mit Totenreden. Can't give up now. Kann ich das noch? Kann keinen Zauber wirken. Umgang mit angelegten Helm nicht geübt. Ach so. Damn it. Das ist ein schwerer Rüstungshelm. Ja gut. Dann tauschen wir das halt doch wieder. Deswegen konnte ich keinen Zauber mehr wirken. Das ist natürlich blöd. So, aber wir hatten doch jetzt ein Amulett, was uns mit Toten sprechen gibt. Mit Toten sprechen, hier. Moment, mit dem sollte man das machen. Hier, mit Toten sprechen, auf den. Das sieht schon sehr episch aus. Was habt ihr hier gemacht? Was ist euch zugestoßen?
Was habt ihr hier gemacht? Cultists. Threat to Baldur's Gate. Jahira's Orcs. I'm not familiar with that name. Ich auch nicht. A Harper leader, perhaps. Was ist euch zugestoßen? Wer hat euch getötet? Woher kommt ihr? Was seid ihr für ein Beruf? Wo sind eure Wertsachen? Was seid ihr von Beruf? Ist, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube, die müssen auch immer die Wahrheit sagen. Die können, glaube ich, nicht lügen, wenn man mit den Toten spricht. Wer hat euch getötet? Was seid ihr von Beruf? Beruf könnte, glaube ich, spannend sein. Scout. Harper. Okay. Ich darf nach dem Namen der Hafen und der Tante nicht fragen. Was ist euch zugestoßen? Okay. Woher kommt ihr? Light, a safe haven in shadows. Okay, spannend. Wer seid ihr? Kann ich Bericht erstatten, dass der tot ist? Power wanes. You can ask no more questions. Das ist ja trotzdem spannend. Jetzt habe ich wenigstens verstanden, wie es funktioniert. Kann ich das bei dem jetzt auch nochmal machen? Kann ich. The corpse does not respond. Oh. Okay, schade. Hingerichtete Draw? Ja, hier ist halt jetzt niemand mehr. Jetzt kann ich das alles looten. Hallo. So eine Metallkiste. Die hat schon so viele Fähigkeiten. Ich glaube, der will ich nicht noch Items geben. Du kriegst hier die Sachen. Komm. Alles nehmen. So, der Drows. Die haben auch noch nicht gelootet. Oh, ein bisschen Gold. Das läppert sich sowas, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Oh. Gravierte. Oh, eine Hafnerbrosche. Signierter Brief. Jam, Grimmschmiede ist wie ein Phönix aus der Asche von den Toten auferstanden. Ich habe von einem Draukultist gehört, der Droger in den Hallen der alten Stadt versammelt. Ich habe keinen Zweifel, dass sie von den Absoluten angeheuert werden. Aber es bereitet mir Kopfverschwächen, was sie inmitten der Ruinen suchen. Ihr habt mich nie im Stich gelassen. Geht nach Grimmschmiede, bleibt in den Schatten und bringt mir Nachrichten über die Verhaben des Kults in der letzten Licht. Ich warte dort. Okay. Ins letzte Licht, okay. Wir nehmen einfach mal alles. What an odd emblem. Don't think I've seen it before. Aber du hast doch die Geschichtswurf geschafft. Ein Hafner-Emblem zu erkennen wäre schon ganz gut gewesen. Das weiß ich jetzt vom Dingens, vom Film. Was die Hafner sind tatsächlich. Lol, wat? Wat? Jetzt bin ich. Okay, let's go. Reisesack. Mach mal auf. So, was haben wir denn jetzt hier, was wir da reinhauen können? Käse, Fisch, ist eine dumme Idee. Äpfel. Kombinieren. Ist das fleckiges Fass? Äpfel gehen nicht. Muss das vielleicht mit der Flasche kombinieren? Wahrscheinlich muss ich mit der Flasche kombinieren, um da was rauszuholen. Okay, never mind. Dann habe ich, glaube ich, keine Flasche dabei. Holzfass. Nochmal ein paar Fische. Wir brauchen nämlich wieder ein paar Fische langsam. Langsam gehen unsere Lagervorräte ein bisschen zur Neige. Ich glaube, hier habe ich alles gelootet auf der Seite. Mit Toten sprechen ist schon echt cool. Ja, genau. Hier ging es ja auch noch. Ja, da brauche ich noch eine Lampe für. Hier ging es weiter. Aber da ging es irgendwie in so einen besonderen Bereich, wo man eine besondere Lampe braucht, die ich nicht habe bisher. Gut. Würde ich sagen. Können wir damit rudern? The boat floats in the murky waters.
Zum Ufer der Höhle segeln. Ja, machen wir alles mit dem Boot. Ist auch wurscht, mit welchem Boot wir das machen. Hauptsache, wir gehen rüber. Wie wir alle übel Blut überströmt sind. Wir kommen doch jetzt gar nicht raus, wenn das Tor zu ist. Wie geht denn das jetzt? Okay, egal. Wir kommen raus. Jetzt ist auch hier ein anderes Boot. Das haben sie schon, haben schon cool dran gedacht. Ich will das eigentlich jetzt nicht alles laufen. Und ich bezweifle, dass es hier jetzt wirklich was Neues gibt. Deswegen würde ich einfach mal hier zu den Pilzkolonie porten, um Bescheid zu sagen, dass ich den Quest erfüllt habe. Ich habe getötet, wen ihr getötet haben wolltet, meine Freunde. Und ich kann auch Tulla Bescheid sagen, dass ich die Drow geplättet habe. Das ist nur nicht alle überlebt. Ich rede mal mit Tulla. I'm coming along. Ja, yeah. Deine Leute sind ein bisschen... haben gelitten, sag ich mal so. Ja, cool, sind alle tot, eure Leute aber auch. They're dead? Fast. I'm alone? No. Einer lebt noch. Philomen ist auch entkommen. Halbling, ihr seid nicht allein. Wir sehen uns wieder, hoffentlich unter besseren Umständen. Philomen ist auch entkommen. Of course she did. Diehards for the cause, both of us. No cost too great, eh? Leave me. Please. Ich hab's versucht. Och. Darf ich dir mal mit dir reden oder bist du einfach nur sauer? Leave me. Okay. Mit dir darf ich nicht mehr reden. Na gut, die Quest habe ich wohl ein bisschen verkackt. Sind wir ehrlich. Peacebringer. Be at home. Hallo. Ich habe euch Neres Kopf gebracht. The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. Okay. Wir sind jetzt Lebenssänger und nicht mehr Friedensbringer. Holy shit. What? Was geht jetzt ab? As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Okay. Stimme des Zirkels, Klassenaktion, Amulett des Gesandten. Aber da habe ich... Oh, ich habe so viele gute Amulette, Mann. Das ist das dritte Amulett, was ich eigentlich anziehen will. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt die Beobachteraugen, ja? Strahl der Furcht, unverwundeter Strahl gibt mir das einfach. Und jetzt... Wo ist denn das andere Amulett jetzt hin? Und dann haben wir das intelligente Amulett, haben wir ja auch noch. Was dir zerbersten gibt, rede mit dem intelligenten Amulett und Key-Wiederherstellung. Und dann Amulett des Gesandten ja auch noch. Okay, muss jemand anders mit Toten reden. Wer von euch Schutz vor Gut und Böse? Ich glaube, unser Kleriker Schattenherz, du redest jetzt mit Toten. It is what it is. So, ich habe noch Unsichtbarkeitsring, ne? Das soll ich, glaube ich, auch mal nehmen, weil dieses 12 Meter Dunkelheit nützen sowieso nichts. Dann kann ich das dir geben. Hallo? Und hier haben wir noch einen. Deine Waffe bewirkt zuerst 2 Säureschaden. Das können wir dir, glaube ich, auch noch geben. So, und du redest jetzt mit Toten. Du hast Feli, macht den Träger einfach gegen Todesrettungswürfe. Das intelligente Amulett will ich eigentlich niemandem geben. Was hast du für ein Amulett? Du hast du hast hier Nebelschritt von. Deswegen hast du schon Nebelschritt. Ja, dann soll das doch mich wieder tauschen. Hallo? Ich will wirklich tauschen. Dann hast du jetzt Nebelschritt. Und du kriegst die temporäre Hitpoints. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auf dem schon ganz gut. Und du hast den Grimmschädelhelm. Den müssen wir gar nicht ausblenden bei dir, glaube ich.
Wie sie aussieht, aber in Dialogen blenden wir den aus. Würde ich sagen. Es ist halt ein bisschen viel. Wenn das Gesicht, der Mund nicht so verdeckt wäre, glaube ich, würde ich den mehr nehmen. Aber dadurch, dass es so viel vom Gesicht verdeckt ist, finde ich das, glaube ich, ein bisschen viel. Deswegen in Dialogen nicht, wenn sie reden muss. Ja, Schutz für Gut und Böse. Nee, du redest jetzt mit den Toten. Im Zweifel. Geht aber nicht mehr. Weiß noch, auf mir ist. So. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Toten hier irgendwo? Wir hatten doch hier einen, oder? Da war da nicht ein Toter drin? Kann ich mit dem reden? Habe ich mit ihm schon geredet? Ich glaube, mit dem habe ich als erstes geredet, oder? Eine Quest gab es aber nicht. Einen XP meine ich. Gab es, glaube ich, nicht. Moment. Ist er immer noch da? Eiche Lea. Ich glaube, mit dir habe ich schon geredet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, gleich kann ich mehr sprechen, mit der haben wir geredet. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Underdark-Quest erstmal so halbwegs fertig. Baldur's Tor. Hilf dem verfluchten Mönch. Druidenhain. Private Quest. Akzeptiere deinen Potenzial. Entdecke die Geheimnisse des Artefakts. Region. Nautiloiden. Begleiter. Die Klinge der Grenzen. Genau. Wir haben hier nichts mehr, was jetzt in dem... hier unten ist. Können wir irgendwie rausreisen? Unterreich Susubaum. Wo bin ich überhaupt reingekommen? Da ist noch, ach nee, den zerstörten Turm hier unten, den haben wir noch nicht erkundet. Sind wir von hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Seloniten-Außenposten. Hier geht's noch lang. Oh Gott. Das haben wir nicht gesehen. Achso, ja klar, das ist der Anfang. Den haben wir nie entdeckt. Wir sind nur hier runtergelaufen zur Seite. Ha! Aber wir waren. Ach, was ist jetzt passiert? Wir waren hier irgendwann. Hier müsste man hinkommen. Wir sind jetzt die Helden des Pilzreiches. Da ist meine Fackel ausgegangen wegen Wasser. Okay. Wird gelaufen. Mach wieder an. Redet ihr jetzt mit mir? Jetzt redet ihr mit mir. Hier ist, glaube ich, ein Grafikfehler. Musik und Vision, der Sovereign reveals its origins. You see a frothing Dwager, axe drawn, crazed by bloodlust, bearing down. Also, da fehlt, glaube ich, jetzt ein bisschen was. A frightened myconid circle conjures mildewed vines. They encircle and transform the Dwager. It now belongs to the circle. It will obey the sovereign. Okay. Ja, also eigentlich sieht er so aus, ne? Aber mehr als, glaube ich, gerade einen normalen. Oh, aber ich kann mit dir reden. Ich kann mit dem Toten. Darf ich mit dem Toten in Familiensprossen reden? The corpse twitches in response to the spell. And you note its delicate filaments. It had been merely a child. Welche Rolle habt ihr im Kreis gespielt? Wie war das Leben im Kreis? Like its living counterparts, the corpse speaks in your mind. Floating, knowing, seeing, hearing, all together, never apart. Wie seid ihr gestorben? Great wars. Hurt. Okay. Was wollen die grauen Zwerge? Death.
Death. Die wollen echt Gnomen tot? Wo bewahrt ihr eure Schätze auf? Magic. Okay, da waren wir schon. Behind the door. Aber welche? Das ist doch nicht die Tür, die wir gesehen haben. Wer wart ihr? The spell's power wanes. Which? You can ask no more questions. Also es ist schon cool, mit den Toten so zu reden. Das hätte ich viel eher machen sollen. Ich weiß nicht, welche Tür sie meinen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Also das ist doch nicht... Hier geht's hoch. Da waren wir noch nicht. Ich glaube, wir sollten vorher rasten. So mein Gefühl. Komm. Wir machen mal eine lange Rast. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Ach du Scheibenkleister. Now. I won't warn you again. Ach Mädels. Warum streitet ihr zwei? Lazelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Alia Luxan. Wir dürfen nicht gehen, ich stimme Schattenherz zu, das Artefakt beschützt uns, wir müssen es bei uns haben. Gelogen, sie hat das Erbstück meines Volkes, ich muss wissen warum. Wir können die Gedanken nicht als Feinde gebrauchen. Lässt sie die Sache irgendwie schlichten. Ich stimme Schattenherz zu, das Artefakt beschützt uns, wir müssen es... Sie will ja auch das Artefakt nicht haben, sie will wissen, warum sie das Artefakt hat. Das, es geht nicht darum, dass sie das Artefakt irgendwie übergibt. Wir können Gedanken nicht als Feinde gebrauchen. Wir dürfen nicht gegeneinander kämpfen, das ist das Wichtigste. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, Tripe? Our lives are at stake and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Ich vermute, ich verliere gleich Lazelle. Lässt die Sache irgendwie schlichten. The bad blood must be purged. A jewel, come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lazelle. You'll need it. Duellieren die sich jetzt wirklich? Ich hoffe, ihr macht bloß irgendwie bis zum ersten Blut. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Leute. Schattenherz. Moment. Yo, what? Die Stimme des Zirkels gibt mir einfach immer plus zwei? Alter, gut. Nehme ich. Ich hab's noch nicht gelesen. Sehr schön. So, wir überzeugen sie mal, dass sie ein bisschen entspannter wird. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me. Das sehe ich anders. And I'll show you. Wir haben jetzt schon einiges geschafft zusammen. Lasst mich aufstehen, dann zeige ich es euch. Wir brauchen sie, Schattenherz. Gebt ihr eine Chance. Ein Schattenherz habe ich jetzt schon angebandelt. Wir brauchen sie, Schattenherz, gebt ihr eine Chance. Can I do that, Lazelle? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your throat for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. Schattenherz ist auf der richtigen Stelle. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. Okay, zumindest fighten sie nicht mehr. Gerade. Sie hat übrigens einen hübschen Dolch. Achieve, if we channeled some of that hostility back at our real foes instead of each other.
They wouldn't stand a chance. Okay, ich glaube, ich habe es noch halbwegs entschärft. Warum bin ich jetzt überladen? Habe ich irgendwie neue Waffen gekriegt oder sowas? Auf Kalach kann ich mich verlassen, die kann mir hier die ganzen Sachen nehmen. Warum sind die ganzen Wurfspeere einzeln gesteckt? Oh, why? Why sind die alle eins? Die machen genau das gleiche, steckt sie doch zusammen. Konversion auf dem Rücken tragen, wusste es ja anscheinend. Ich musste es hier komplett carryen. Hier. Kalach, nimm mal den ganzen Kram. Der hier ein bisschen Gewicht hat. Ich kann so einen Shit eh nicht werfen, also von daher, whatever. Mein nächstes Ziel ist eigentlich so ein bisschen Kalachs Quest eigentlich abzuschließen oder den Druiden-Bums abzuschließen. Das wäre so meine Idee gewesen. Und wir können es noch nach Gewicht sortieren, ne? Wir haben 3 Kilo Gold mit. Okay, und 2 Kilo Gift. Ja. Geschmackvolle Stiefel. Glaspokal. Und jede Menge. Ja. So. Gold hat hier wirklich Gewicht, das ist richtig. Jede Goldmünze ist, glaube ich, 0,01 oder so an Kilogramm. Ja, Gold hat hier wirklich Gewicht. Ja. Moment, 3350. Ne, 10 sind 0,01. 10 Gold. Aber ja, hat Gewicht. Wenn du 20 Millionen Gold dabei hast, kannst du überladen sein, würde ich mal behaupten. Will ich jetzt mit irgendjemand von euch reden? Eigentlich nicht so unbedingt. Notlandbank und seine Münzen gegen so Papiercheck tauschen. Silberlöffel, warum liegt denn da ein Silberlöffel rum? Ah, Leute, ey. Ich glaube, wir gehen erstmal raus. Lager verlassen. So, have we buried the hatchet, Lazel? No. Why would I bury a weapon? Is it broken? It's a metaphor. I do not know your metaphor. But if you need help digging, I will find a shovel. Es ist so gut. So, was geht ab? I want to talk to you about. Something das hättest important. Du im Lager mit mir machen können, da hätte ich ja zugehört. Okay. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Twice over, in fact. You supported me against Lazel. I may not have survived that night without you. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. Woohoo! I want that to mean something. Schattenlove! I want you to know more about me. At least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justicia. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justicia is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. Ich weiß nicht, ob endless darkness so geil ist. All I ever wanted. I prayed, it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Kann sein. Not my mother, I should add. The Mother Superior. Head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. So sind Mütter halt. Meine war das auch. Ach so, und Xan übrigens, wegen absoluter Dunkelheit und sowas habe ich gerade dran gedacht, herzlichen Glückwunsch zum Beenden von Elden Ring. Ich habe gesehen, mit welchem Achievement du es beendet hast. Du hast das gleiche Ende gewählt wie ich. Meint ihr, sie wird je einlenken und euch zu
dunklen Justiziaren machen. Ich verstehe es nicht, warum macht ihr so ein Geheimnis um einen solchen Ehrgeiz? Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ich sage danke, dass ihr mir das erzählt habt. Okay, dann bin ich direkt wieder dran. Warum hat ihr Schmerzen, wenn wir darüber reden, was mit Lisette passiert ist? Klar, die Chance, Konsort von Rani zu werden, lasse ich mir doch nicht entnehmen. Mhm. Was mit Lazelle passiert ist. Ihr und ich, zwischen uns gibt es Besonderes. Ja, was? We aren't dear friends now, if that's what you're asking. But I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. Okay. Ich bin überrascht, dass ihr nicht gegangen seid. Wenn wir untereinander Frieden hielten. You have an interesting definition of friendly. But yes. Ich habe Frieden gesagt, nicht friendly. New Game Plus scheint recht einfach zu sein, I guess. Es wird halt 20-30% härter, würde ich sagen. Nicht 100% härter wie bei den Souls-Teilen. Okay. Let's go. Hier hoch wollte ich. Deswegen habe ich überhaupt gerastet. Atlus sind erst einmal gestorben. Fallschaden. Ja, so ist das. So ist das. Ach, stimmt, der blöde Landhai. Den habe ich ja völlig vergessen. Den wir schon irgendwie dreimal auf Half-Life geprügelt haben. Pilzsporn sollten mir jetzt egal sein, oder? Würde ich sagen. Da ist noch ein Wimmelpilz. Und da ist eine schwere Truhe. Wo kommt die schwere Truhe her? Gönnt man sich doch Ölflasche. Ah, da kann man Öl werfen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay. Huch! The fuck? Moment, die Maske? Braucht man nicht die Maske? Wir hatten noch eine Quest hier unten. Doch, doch, wir hatten noch eine Quest. Doch, halt Dunkelheit. Der alte Tempel wurde zerstört. Es muss noch einen anderen Weg hineingehen. Wir haben erfahren, dass die Krimschmiede zu einem alten Tempel führt. Jetzt bin ich verwirrt. Alles klar. Entspann dich ein bisschen. Die Auserwählte von Shah. Okay, sie will da unten in den... Okay, sie will unten in den Tempel irgendwie rein. Kümmere dich um die Paladine von Tier. Genau, das müssen wir noch machen. Region und Druiden. Absturz des Druiden rein. Rede die Flüchtlinge. Hilft dem verfluchten Mönch. Moment, nein. Wir hatten noch was, das jetzt weg ist, tatsächlich. Wo es darum ging, dass wir... Ach nee, das ist hier die Heilung, ne? Das ist hier... das Heilmittel, das ist der hier. Und zwar benötigt die Maskensporen und einen Pilz, der Zunge des Wahnsinns genannt wird. Ja genau, wir brauchen die Sporen. Wie komme ich denn an die Sporen ran? Anscheinend nicht so. Ah doch, hier, die Maskensporen. Zieht ungültig. Was? Frechheit. Muss ich da reinrennen oder was? Um es zu holen. Die ist einfach weg. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die Maskenspuren hole. Offensichtlich nie so. Aber halt, hier geht's ja weiter. Hier geht's ja noch. Hier gibt's eine Brücke. Hier gibt's eine Brücke, oder? Sehe ich das richtig? Jetzt. Brücke, Brücke, Brücke. Brücke, Brücke, Brücke. What the fuck? Must have fallen. Hallo Jungs. Ja gut, ihr habt nur theoretisch 84 HP, ne? Wir haben ja heute jetzt schon was Schlimmeres besiegt. Was mit 300 HP und einer Condition, dass es unfassbar viele Resistenzen hat. Ihr habt, glaube ich, nicht so viele Resistenzen, ne? Hieb-Resistenz, Wuchtschaden geht durch. Hieb geht nicht durch. Der Rest ist sowieso wurscht. You can save the compliments. I don't pay compliments. I make observations. Okay.
Aber hier gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was zu holen. Von daher... wäre gut, wenn du, glaube ich, nicht da oben wärst. Speichern wir mal. Und gehen mit unserer höchsten Rüstungsklasse rein. Let's go. Und da kommt der Landhai. Der Landhai hatte die Angewohnheit, das stand hier, glaube ich, vorhin irgendwo dabei, dass er immer die größte Beute zuerst nimmt. Das wären ja die Minotauren, da würde er uns ja jetzt helfen. Raubtier der Dunkelheit. Der ist Stufe 4, der ist Stufe 5. Der Landhai hat eigentlich irgendwelche Resistenzen. Ne, der hat aber gar keine Resistenzen. Ja. Göttliche Führung, I guess. Auf sie. Und Wuchtschaden war gut, ne? So, dann stellen wir uns hier drüben hin. Oh, ne, das ist schlecht an dem Abgrund, den ich gerade. Wir wollen eigentlich, glaube ich, warten, bis der Landhai dran war und der da reingecharged ist. Wobei, ja doch. Ich hoffe, der charge nicht auf uns. Ich hoffe, der charge auf die Minotauren. Ich bleibe einfach mal hier stehen und hoffe, dass das entsprechend gecharged wird. Könnten hier unseren riesen AOE hinmachen. Hunger von Hadar. Konzentration. Mal sehen. Das funktioniert. Der springt da rein, oder? Nice. Ey! Warum denn auf das Ding? Aber du kriegst Hunger. Jetzt wird da richtig reingeprügelt, lol. What? Holy fuck, was ist. Was geht hier ab? Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. I'm dead, I guess. Ja. Aber. Das war ein tiefer Fall. Aber das Spiel ist jetzt irgendwie kaputt. Rundenbasierten Modus aktivieren. Keine Kontrolle tot. Achso. Hierhin muss ich, oder was? Ich glaube, ich will sie nicht wiederbeleben. Bis ich hier die Leute geplättet habe. Hier, Wunde verursachen, 70%. 21, yes, danke. This could be fire, baby. This could be fire, baby. Beardis. Wie viele Hitchens haben wir? 70%. Na dann würde ich mal den hier nehmen. Ach, dammit. Zweimal mit Vorteil. Ach, come on. Und dann kommt ein Crit raus. Na geil. Aber ich kann rumlaufen, ne? Ja, kann ich. Der Lanta hilft uns gerade schon so ein bisschen mit dem Minotaurus. Lenken Sie den schön ab. Ja. Zeichen des Jägers. Markieren ein Kreatur als Beute und bewirke einem, dass du mit einem Waffenangriff triffst. So, Konzentration, Zeichen des Jägers und dann schießen wir halt. Nice. Okay. Jagd abgeschlossen. Ich geh wieder meine. Geh mal hier hin. Aua! Aua! Yo! Ich glaube. Man, was ist ein rücksichtsloses Gebrüll? Kreatur ist bei Angriffswürfen ein Vorteil, aber ihre Angreifer sind bei Angriffswürfen gegen sie ebenfalls ein Vorteil. Oh. Kann ich so Furcht machen? Furcht wäre Stufe 3, ne? Untote vertreiben hilft uns nichts, Stille hilft uns nichts.
Fluch hilft uns tendenziell auch nicht. Spiegelbilder können uns aber helfen. Oder wir hoffen einfach, dass das passt. Und deswegen auch nochmal Wunden erzeugen. Nochmal ein 17er. Sehr geil. Ja, meine Waffe ist übrigens platt. Du hast Zauberwirken blockiert. Ach so, weil ich im Rage bin, ne? Ja, dann nochmal. Schade. Der haut halt wieder ab. Ich hoffe, der kommt jetzt weiter fighten. Plus 45? Ach, fuck you. Landhaie sind Arschkekse. Sind wir ehrlich. Landhaie sind ja absolute Mad-Hübis. Gefesselt. Geil. Das ist gut. Und dann verprügeln wir ihn jetzt richtig hart. Und wir haben einen Wächterkampfstil. Der Wächterkampfstil ist echt geil. Mit so viele Free Attacks. Beharrlichkeit. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ja. So. Du hattest doch jetzt Kleriker. Schutzgeister, Schutzvergift nehmen wir mal raus. Du hattest doch dann irgendwo hier die... Wo ist es denn? Hier, wiederbeleben. Belebe mal meinen Ben wieder, bitte. Dem hat's ein bisschen... Den hat's ein bisschen blöd erwischt. Kannst du den auch nochmal... Ja, bitte, nochmal... Ein bisschen healen. Still breathing. Ja, still breathing am Arsch. Amulett der Unwürdigen. Gewährt Resistenz gegen Hiebschaden. Gewährt Verwundbarkeit durch Wuchtschaden. Aha. Daher kam die Resistenz. Don't mind if I do. Ach, könnt ihr jetzt mal die Klappe halten. Time to press ahead. Könnt ihr euch mal ein bisschen beruhigen da hinten auf den billigen Plätzen, ne? Ich bin gerade gestorben und ihr müsst euch über dieses blöde Artefakt unterhalten? Meine Jüde! Kommt mal klar! Da ist nochmal Kristall. Da ist noch ein Jutesack. Wimmelpilz. Schurkenmorche, wir müssen irgendwann halt wieder dann craften. Jutesäckchen, in dem nichts drin ist. Das ist natürlich schade. Nochmal Schurkenmorche. Nochmal ein Wimmelpilz. Ich dachte halt gerade, ich bin hier unten fertig, ne? Müssen wir mal kurz uns vor Augen führen. Da. Okay. Das ist machbar. Hier ist alles leer. Entschärfen bitte. Bin eigentlich ganz gut in... Noch den Bonus, danke. Land. Jupp. Passt. Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit und so. Achso, und plus 3 ist jetzt wirklich unser Übungsbonus. Das ist sehr gut. Jupp. By the way, there's a trap. Moment, das ist die... Jetzt ist das ab... Oh oh. Hilfe? Wie kommen jetzt die anderen hier hoch? Hüpfen hier rüber? Let's get on with it. This way. Könnt ihr hier drauf hüpfen? Assume nothing. Ha! Die Falle ist ja doof. Die ist ja richtig fies. Ionic Spring. Springverstärkung. Aber da darf man nicht drauf. Und da hoch? Doch, da kannst du springen. Du kannst es, okay.
Du hast die Bonusaktion durch ein Item. Und du hast es doch auch, oder? Bin ich gerade verwirrt. Hast du es nicht? Nee, du hast es nicht. Du hast es nicht. Dann müssen wir die Item mal kurz tauschen, damit du das benutzen kannst. What's next, I wonder? Hallo? Oh, du bist falsch getauscht. Ich Vollidiot. Wir müssen das denn mal kurz tauschen. Warum geht das nicht? Beschwörungszauber? Ist das verbraucht jetzt oder was? Okay, es funktioniert nicht. Du hattest das noch auf was anderem, oder? Genau, auf den Schuhen. Kann ich deinen benutzen? Klassenaktion Fersen zusammenklacken. Bewegungsrate und Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Oh nee, das ist nicht das, was ich dachte. Dammit, im Normalfall sind die Jutebeutel halt so teuer, dass man sich nichts mehr zum Reintun leisten kann. Mhm. Springe nach oben, nach unten oder waagerecht. Deine Stärke bestimmt, wie weit du springen kannst. Dass ich halt jetzt hier nicht mehr hochklettern kann, ist ein bisschen beschissen. Bin ich ehrlich. Und ich glaube, sie hat keinen Teleportzauber, oder? Person befreien, Todstellen, Tageslicht, Glühwe des Schutzes, Tote, Fluch, Schutz für Energie, Tote beleben. Nee, das sieht nicht so aus, dass der Kleriker einen Teleportzauber hat, so wirklich. Befehlen? Nee. Und der einzige itemgebundene Nebelschrittzauber ist leider. Oh Mann, du hast noch einen Nebelschrittzauber. Den kann ich ihr geben. Sehr schön. Weil ich habe ihn ja noch, also ich kann den ja sowieso. Never a dull moment. Ich würde nochmal genau das machen. Damit wir halbwegs HP haben. Jetzt sind wir ja hier oben. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Huch, ich wollte nicht darüber klettern, ich wollte da reingucken. Entscheiden Sie sich, Herr Halbling. Oh, was zu saufen, sehr schön. Bin ich stark genug für? Aber das kann ich machen. So. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Hallo! Juhu! Freunde! Zentarin. Mercenaries and cutthroats. Useful friends. If you can afford them. Okay. Das ist wohl ein Lager von Söldnern. Magierbannöl, verdünntes Öl der Schärfe. With haste. Verschlossene Truhen, also verschlossene Truhen, Leute. Da muss ich es ja immer versuchen, ne? Bin ich ehrlich. Wait, warum sind wir hier? Halt. Kommen alle ran. Ihr könnt schon mitkommen, Leute. Ihr könnt schon mitkommen. So, dann kann ich nämlich auch den Bonus hier unten aktivieren. Let's go. So, das ist... Oh, das sind Pfeile. Hier, Lizelle, was für dich. Was für dich. Das nehme ich. Das ist was für mich. Oh, das ist auch was für mich. Hier gibt es echt coole Sachen. Noch was zu essen. Abgrundkriecher. Weidenkörbe. Jede Menge Mampf. Oh, eine Melone. Melonen sind, glaube ich, auch schwer, tatsächlich. Geben aber auch ordentlich Mampf. Oh, Diebeswerkzeug. Das ist auch gut. Ja. Also, die haben erstmal. Die haben so ein bisschen gespielt, also wie ich Minecraft. Die haben sich Kisten gekauft, wie ich Minecraft spiele. Erstmal Kisten bauen und auch Terraria. Du wirst schon was finden, was da rein tun kannst. Sind wir ehrlich. Warum denn nicht da oben? Okay, aber hier gibt es halt gut Loot. Gut hübschen Loot. Fackeln brauche ich nicht. Magierbannöl, einfaches Gift.
und jede Menge Essen. Hier gibt's nichts zum Hochkommen, ne? Also hier ist irgendwie was zum Runterlassen, aber nichts zum Also ich kann es nicht steuern. Ich könnte mich damit jetzt nicht hoch und runter bewegen. Speichern wir nochmal, weil ich glaube, es könnte eventuell mal Pech haben, zu einem Kampf kommen. Wobei, hier können wir noch eine Runde Schloss knacken. Flom. Ganz gespannt. Erfolg. Geöffnet, Diebeswerkzeug benutzt. Viel Spaß damit, Lizelle. Und was ist das? Bronzebahn. Wer braucht denn Bronzebahn? Fackeln jede Menge. Noch, also Diebeswerkzeug haben wir dann richtig viel. Und jede Menge Kristalle. Ja, ich bin überladen. Wer hätte das vermutet? Wer hätte das vermutet? Seil. Geben wir auch Laser. Das ist meine normale Waffe, die brauche ich. Gift. Zieh deine aktive Waffe. Karlach. Ich gebe dir auch direkt das noch mit. Trank der Geschwindigkeit. Zwei extra, zwei Rüstungsklasse Vorteil bei Rettungswürfen auf Geschicklichkeit sowie doppelte Bewegungsrate. Flasche mit Spuren der Hass, die habe ich auch noch nicht eingesetzt. Ja. Lederstiefel. Wir geben mal die ganzen Bücher rüber. Buch der toten Götter, das ist was für Schattenherz. Der große Schmelzofen von Grimmschmiede. Das ist aber Questsachen, glaube ich. Diese goldenen Sachen. Kapitationskonstruktionsprotokoll der Schmiede. Ja, du bist doch jemand, der so mit Feuer was anfangen kann. Schatten von mir zu... Ach ja, das ist in Schatten gehüllt. Klassenaktion. Tendenziell gar nicht so hilfreich. Ich habe jetzt jede Menge Shit dabei. Es läppert sich einfach. Der Mannschlag ist nichts, also hat kein Gewicht. Das ist auch spannend. Ist der nur zusammengeläppert. Achso, das hier wollten wir nochmal kombinieren. Das noch und das noch. Kombinieren. Trauerfrost, vielseitig. Ist ein Kampfstab. Wenn der Anwender Kälteschaden bewirkt, bewirkt er zusätzlich einen Kälteschaden. Tückische Kälte. Wenn du mit einem Zauber Kälteschaden bewirkst, fügst du dem Ziel möglicherweise Unterkühl zu. Kältestrahl. Umwerfen. Okay. Haben wir jetzt bekommen. Aber ich glaube... Wir nutzen halt sonst immer den... Das ist aber ein Kampfstab tatsächlich. Aber wir machen sonst keinen Kälteschaden tendenziell, oder? Doch hier. Mit dem Hunger von Hadar machen wir Kälteschaden. Ansonsten machen wir tendenziell keinen Kälteschaden. Das habe ich aber über den falschen Pakt genommen. Weil ich habe die Paktwaffe aktiv. Aber Kältestrahl zu gönnen ist schon ganz cool. Damit kann ich auch noch Kälteschaden machen. Doch, komm, wir nehmen das jetzt mal. Dann ohne Zauberfunkler. Adio Lumi, eigentlich wollte ich schon lange aufgehört haben, aber es macht Spaß. I'm very sorry. Ich höre gleich auf. Warum kann ich jetzt nicht Kälte... Ach doch, hier Kältestrahl ist jetzt hier. Ah, das ist was kostet, das ist was nicht kostet. Ich höre gleich auf. Lums, lums. Ich wollte mal noch... Ich habe keine Planung. Planung ist nicht vorhanden. Also einfach nicht vorhanden, tatsächlich. Da ist noch eine schwere Truhe. Step carefully. There's a trap. Aha. Entschärfen. Aber ich dachte, wir wollten. Also meine Idee war, wir gucken heute noch ein bisschen Anime und machen noch ein bisschen was zusammen. Spielen vielleicht was. Sowas in der Richtung. War mal auch die Scheibenkleister. Ja. Aber wir haben ja. Genug. Ach nee, Fragestellung, das haben wir gar nicht mehr so viele. Ja. Ich würde es direkt nochmal neu dürfen. Ich will die Damage-Falle nicht kassieren. Bitte, 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 bitte. Ach du Scheiße.
Ne, ich will eine Inspiration aufheben für wirklich was Wichtiges, dann kassiere ich halt das Ding jetzt ins Gesicht. Meistens macht das ja Damage. Ja, genau, der da. Okay, es ist aber auch kaputt. Na gut, dann können wir auch jetzt direkt Schloss knacken. Da habe ich aber 20. Mir ist warm, ich bin platt. Ja, aber wir können ja trotzdem Anime gucken, oder? Schriftrolle mit Toten sprechen, Schriftrolle falsches Leben. Ich gebe das jetzt mal hier, Schattenherz. Viel Spaß mit dem Kram. Oder nicht? Wir schauen aktuell Demon Slayer. Warum? Schon geguckt? Oder was, Xan? Hier ist ein Ausgang. Wo kommen wir denn? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wo wir rauskommen, glaube ich. Wir kommen einfach aus einem Lager von jemandem. Wenn ich irgendwas Interessantes suche. Demon Slayer ist cool. Demon Slayer kann ich empfehlen, insgesamt. Oh, gerade so geschafft. Uiuiui. Also, gerade die Animationsqualität und sowas ist ziemlich nice. Das ist was für Lezelle, die Dinger. Und die hören sich nahezu alle immer so gleich an. Ja. Ja, das ist jetzt. Also, weltbewegend ist es nicht. Es ist nur echt gut animiert und es geht ziemlich viel ab. So ungefähr. Also, in jeder Folge passiert auch was. Es ist nicht so, dass irgendwann in der Folge mal langweilig ist, gefühlt. Also. Gibt auch keine Fehlerfolgen, ist eigentlich ganz geil. Aber ja, das ist nicht so weltbewegend. Okay, der Aufzug funktioniert nicht. Geil. Du hast einfach nur alles gelootet und das Ding geht nicht. Das ist natürlich blöd. Ja, hier haben wir noch Kisten. Verrottetes Zeug. Au. Oh. Hier, Karlach. Öl der Präzision ist was für dich und Drowgift, glaube ich, auch was für dich. Das sind die Waffen verstärken. Und Fackeln. Die Fackeln brauchen wir nicht. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Aus dem. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt eigentlich wieder hier runter? Weil springen ja offensichtlich nicht. Und da darf ich nicht hinspringen. Oder wie, oder was? Ungültiges Ziel, nicht genug Platz. Ist halt Quatsch. Es sieht voll aus, als könnte man hier einfach runterlaufen. Wenn ich da einspringe, fliege ich halt 7 HP. Ich will eine Mischung aus Draw Range und Brute Master, nennen sie dann drinne. Ja. Wenn dahin darf ich springen. Komm ich so runter? Ah, so ist der eigentliche Aufgang. Ja gut, der ist ein bisschen getarnt. Sind wir ehrlich. Ich habe ein bisschen rumgetrickst. Und Ressourcen verschwendet. Dryder. Ja, Dryder gibt halt noch ein bisschen mehr Sinn als das andere. So. Drachen-Eye-Pilz, Knochenkappe. Hier sind explosive Sachen. Wir müssen ein bisschen drauf achten, weil die Dinger haben ja irgendwas angegriffen. Haben den Minotaurus da platt gemacht. Holzschild, Kurzschwert. Uraltes Tagebuch. Das würde ich gerne lesen, das Tagebuch. Und Hoffnung ohne Angriff. Selonitentagebuch. Lesen. Ich kann nicht ohne den Mond und die Sterne schlafen. Als Kind habe ich schon zu ihnen gebetet, bevor ich überhaupt Selunes Namen kannte. Ist das Blasphemie? Wenn ich auf dem Wehrgang bin, ist das Leuchten ihrer Augen das Einzige, was ich sehe. Sie warten da draußen. Ich weiß, dass der oberste Eingeweihte einen Plan schmiedet. Er erfindet eine Lösung. Wir kämpfen. Schöne Mond, mein, schenkt uns dein Licht. Das im Dunkeln, wir verirren uns nicht. Lasst auf dem rechten Pfad, wir bleiben. Leuchte klar, leuchte. Letzte Zeile des Gedichts ist verschwommen. Und unleserlich, als wäre sie nass geworden. Okay.
Es ist doch was hier. Viel Spaß damit, Schattenherz. Ist doch wieder was für dich. Knochenkappe. So, hier geht's aber. Hier geht's ja auch noch überall hin. Ach, dammit. Das kann ich nur angreifen. Fala Aluf? Gibt's einfach ein. Gibt's einfach ein Schwert im Stein? Ja, das würde ich ja dann dir geben. Was? Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Es kommt dir heilig vor. Überlegen, welches Ritual angemessen sein könnte. Dann bin ich. Moment, Religion musst du eigentlich wissen. Religion müsste Schattenherz gut können. Plus 3, genau. Welches Ritual angemessen sein könnte mit Bonus? Versuch mal den Religionswurf. Ach, Schattenherz. Ach, Schattenherz. Ja. You can't recall anything this esoteric. There are too many rituals about swords to count. What a charmer. Ich glaube, du bist auch keine Religionskoryphäe, wenn ich es überhaupt nochmal machen darf. Doch darfst du auch. Nee, du hast einfach. Du könntest Glück haben. Moment, was? Wissen Intelligenz. Plus 3. Oder 1d4. Ich würde sagen, dann nehme ich das plus 3. Ich glaube, das 1d4 hätte ich noch dazu nehmen können, ne? Ja, ist auch egal. Also. Sind wir ehrlich, selbst die 4 hat es nicht geschafft. Tja, ja. Ja, du wirst ja wohl jetzt nicht eine 20 würfeln, oder? Bei Religion. Karlach. Der dritte weit einstellige Wurf. Oh, scheiße, ey. You can't recall anything this esoteric. Okay, dann muss es doch wieder Ben das regeln. Ben? Kind des Glücks? Let's go. Slender drow blade. Religion. The stone before you, keeping a Let's go. Ich sag's doch. Ben muss regeln. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. Etwas Blut auf den Stein tropfen lassen. Versuchen wir das mal. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Kann ich das trotzdem jemand anderen geben? Schattenherz ist inspiriert. Hab ich das bekommen? Ach doch, hab ich erhalten. Ich hab's doch nicht genommen, aber ich hab's erhalten. Waffenverzauberung 3 bis 12. Das ist, glaube ich, eher wieder was für dich. Ach du Scheiße, muss ich weit scrollen. 6 bis 15. Yo. Die kann damit ordentlich umgehen. Fala Aluf's Melodie. Das Schwert summt erwartungsvoll bereit, in unerträglichen Kreischen oder stärkenden Gesang auszubrechen. Aha. Na dann. Tauschen wir das mal. Ja, und das darfst du schon behalten. Viel Spaß. Da haben wir noch ein legendäres Schwert eingesammelt. Nice. Du musst noch einen Helm einsammeln. Hätte ich einfach komplett übersehen, wenn ich hier nicht alles abgesucht hätte ordentlich. Göttliche Führung ist weg, klar. Ein Beil. Ein Speer. Viridianische Kristall. Ach, diese blöde Landhai, ey. Ernsthaft. Komm, ich will dich hier nicht plätten. Komm her, Herr Landhai. Komm zurück. Ich mach dich rund. Ach. Oh, gute Sache. Ach, nee. Nee, vergammelte Karotten brauchen wir nicht. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Stab der Mondmaid. Was hier passiert ist. Oder war das einfach ein Fight mit
ist der Stab der Mondmaid? Umwerfen. Ist nichts so Spannendes. Vielseitig. Kampfstab vielseitig. Ist aber ein Einhandding? 1d8 plus minus 1? Wäre schon ein Einhandteil, oder? There is work to do. 4 bis 11, 5 bis 12. Nope, dann nicht. All's well that ends. Tagebuch des Obersten, eingeweihten Janus. Fallenwerkzeug, sehr schön. Das Tagebuch wirst du, glaube ich, du lesen. Würde ich sagen, Schattenherz, meine Freundin. Es kam mir immer eitel vor, zu glauben, meine Taten seien eines persönlichen Berichts würdig, aber wenn ich die Traumassen vor unseren Tore sehe, dann wird mir klar, dass meine Arroganz bereits einen viel höheren Preis hat. Ich sehe keinen Schaden darin, die Waagschale noch ein wenig mehr zu neigen. Nicht für mich, sondern für jene, die mir in die Dunkelheit gefolgt sind. Sie haben es verdient, dass man sich an sie erinnert. Eingeweihter Noren Remus, gefallen in den tiefen Tunneln. Es war, als wir uns vor den Drow zurückzogen. Eingeweihter Tulk von der Nordöde, von einem Pfeil gestriffen und dem Gift erlegen. Eingeweihter Bree Brecker, Steinmetzhammer mit einem Steinmetzhammer einer drinne stellte. Und Eingeweihte sind sie, der ganze Trupp, denn sie haben zu viel gesehen und durchlitten, um als Novizen zu gelten. Wir haben den Tunnel hinter uns zum Einsturz gebracht und uns bereit gemacht, das Tor zu öffnen. Vielleicht können wir uns durchkämpfen. Und falls nicht, lege ich eine Liste von Namen bei. Wie auch immer sie alle enden mögen. Die Annalen sollen zeigen, dass der Grund stets derselbe war. Ein gewisser oberster Eingeweihter Jaros wollte einen Namen in den Geschichtsbüchern seiner Kirche verewigen. Er wollte einen Weg durch die Dunkelheit schlagen, ohne jedoch zu wissen, dass einige Orte nie dazu bestimmt waren, vom Licht berührt zu werden. Er war ein Narr. Das Thema mit der Dunkelheit hatten wir schon, ne? Das Thema mit der Dunkelheit hatten wir schon. Da kann ich mal zwei Minuten. Kann ich mich mal. Achso, nee, ja. Ich würde sagen, Lumi möchte was von mir und ich muss eigentlich auch Mittag essen, auch wenn es sehr viel Spaß macht. Aber ich würde sagen, für heute speichern wir einfach das Spiel mal. Euer Spielstand. Und vielleicht bin ich ja heute Abend nochmal da oder sowas. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal hier raus. Ich wollte ja sowieso beenden, Lumi. Und jetzt gucke ich nochmal kurz, ob ich noch jemanden habe, wo ich euch weiterempfehlen kann. Hoffentlich zu Baldur's Gate 3. Weil das Spiel einfach unfassbar gut ist. Da gibt es so viel zu entdecken. Ich kann euch wieder zu Nerdy schicken. Zu einem anderen Nerdy als Lumis Nerdy. Aber da waren wir gestern schon und die war, glaube ich, sehr sympathisch. Das jetzt nicht gemacht. Von daher schicke ich euch einfach mal dahin. Die kann ich jedenfalls empfehlen. Ich muss auch richtig eintippen können. Ich bin gerade nicht mehr fähig zu tippen. So. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Ich wünsche euch was. Wir sind raus. Wie gesagt, ich würde gern weiterspielen, aber ich habe einfach nicht so viel Zeit. Aber es wird schon irgendwie werden. Tschüssi.